Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Es ist Dienstagabend, wir spielen eine schöne Runde DayZ und ich bin hier schon so ein bisschen unterwegs, weil es natürlich in Strömen regnet. Und das ist für mich immer das denkbar Schlechteste, gerade wenn man so auf offenem Feld ist. Aber das kriegen wir schon hin. Wir verschanzen uns hier irgendwo und dann ist gut. Hier vielleicht erstmal in diesem Waggon da drüben. Und dann werden wir schon eine Lösung finden. Und zur Not müssen wir dann halt ein Feuer machen. Lauf! Oh, da ist der Pfarrer. Was ist? Kämpfen wir? Scheinbar. Zack! Big Bong Therapy, guten Abend. So, erstmal hier aus dem Regen raus, Leute. Oh, meine Güte. So, ich habe ja gestern für diejenigen, die dabei waren, auch im Twitch-Livestream gesagt, welche Challenge ich eigentlich gern hätte. Also, wie lange ich gern überleben möchte oder was so ein bisschen mein Ziel ist. Aktuell lebe ich mit diesem Charakter 5,5 Stunden. Ich schätze, so ein ganz nettes Ziel sind so vielleicht 20 Stunden insgesamt. Das muss natürlich nur das Ziel sein, was ich gern erreichen möchte. Dass ich das nicht jedes Mal schaffen werde, ist schon klar. Aber damit ich einfach so ein Ziel für mich selbst habe, so ein bisschen wie bei Tarkov die 10 Millionen Rubel erreichen,
sind es hier eben 20 Stunden. Das setze ich jetzt einfach mal so an und vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Hallo, Straußi. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier drüben in diese Lagerhalle... Wie, was macht er denn da? Er war doch gerade eben schon hier. Was? Hä? Okay. Hallo, Rudugo. Hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Geht's dir denn auch gut? Das ist doch die Frage hier. Dann ich ganz gerne an dem vorbeischleichen. Denn da vorne scheint niemand zu sein. Das könnte ganz gut klappen. Ich weiß nicht, ob ich noch was zu essen dabei habe. Aber doch so ein bisschen so Konservenfutter müsste ich noch da haben. Das sollte eigentlich passen, wenn ich jetzt hier so durchdüse. Ach, Leute. Was für ein Wetterchen. Jutebeutel. Nee, danke. Warte mal, was können wir damit machen? Jutestreifen. Das sind ganz gute Streifen. So, wir haben hier noch ein bisschen was zu essen. Das passt schon mal. Und hier eben noch rohes Fleisch. Was natürlich nicht ideal ist, aber besser als nichts. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, dass wir hier den Aufschnitt essen. Mach mal auf. Aufschnitt. Und jetzt essen wir das. Und ich trinke. Hallo, Manuel Krüger. Manuel hieß Krüger. Sehr gut, das scheint der Magen auszuhalten. Dann snacken wir das einmal im Ganzen weg. Sehr gut, ja. Jetzt auf jeden Fall. Sehr schön. Und das hier gleich hinterher. Leberpastete. Mmh. Es füllt sich nicht so richtig. Aber gut, für den Anfang. Heute nicht so gut, habe Zahnschmerzen, weil bei mir heute zwei Zähne gezogen wurden, aber zum Glück hilft die Ibo 800. Ja, dann gute Besserung. Oh, zwei Zähne gleich. Ich hoffe ja mal, dass dann die Zahnschmerzen tatsächlich weg sind. Denn ansonsten hat er vielleicht die falschen gezogen. Aber natürlich sind das immer so Nachwehen, ne? Zockst du Daisy alleine oder auch mit Mitgliedern? Ich zocke das aktuell nur alleine. Komplett alleine. Genauso wie Tarkov. Und eigentlich auch jedes andere Spiel. Bis auf Division hier und da vielleicht mal. Aber ich habe da einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn ich alleine unterwegs bin. What? Sehr gut, sie hat nichts. Geht der Regen eigentlich nach oben? Das sieht doch irgendwie so aus, oder? Ah, jetzt geht er wieder nach unten. Jetzt geht er nach oben. Na gut. So, wir schauen mal. Da haben wir einen Typen hier ebenfalls. Hier ist eine Menge los. Aber ich muss irgendwie ein bisschen was zu essen finden. Gib mal Gas. Oh Gott. Okay, erstmal sicher. Schirmmütze. Na, wir sind völlig durchnässt. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Hallo Speckteddy! Mach mal zu. Noch ein Jutebeutel. Ist hier eine Jutebeutelfabrik oder was? Lass mal eben schauen. Da drüben die Hütte vielleicht. Da ist niemand drin. Da haben wir ein Polizeirevier. Mach mal schnell. Flott, flott. Aeroflot. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Salzstangen. Ja, immerhin. Besser als nichts. Oh.
Alter! Was geht denn hier ab? Ey, da habe ich aber Glück gehabt jetzt. Hui. Alter Verwalter, ey, plötzlich stand er da. Boah. Hallo Steve, hallo Blut im Stuhl. Junge, Junge. Und der Käse kann auch hier raus, hat er auch schon einer gefunden. Ich brauche lieber was zu essen, ein bisschen Munition und so. Honig ist bestimmt nicht ganz verkehrt. Oh. Pff. Leute, mein Herz. Kukri makellos. Bei dem Messer bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was für einen Zustand das hat. Beschädigt. Das heißt, das hauen wir raus und das Ding nehmen wir rein. Das kann auch raus. Hier kommt. Ciao. Keine Ahnung, was sein Plan war, ob er noch reden wollte oder was, aber er hätte schon längst schießen können. Ist da was drin? Hm, scheinbar nicht. Alter. Eieiei. Glaub nicht, dass der dir schaden wollte. Manchmal ist Reden gar nicht verkehrt. Ja, weiß ich nicht. Der hat auf mich gezielt direkt. Also, weiß nicht, wie du da so drauf bist bei Spielen, aber sobald jemand auf mich zielt und der hat auch nicht gesprochen. Ich bleib noch kurz liegen. Hallo, Stefan. Mann, ich dachte, das fängt hier ganz entspannt an, so wie gestern, so ein bisschen rumlaufen, gucken und dann sieht man mal in der Ferne einen. Nee, plötzlich höre ich die Tür und er steht mitten im Raum. Muss jetzt nur kurz warten, bis die Zombies ein bisschen weg sind. Wir können ja schon mal schauen, dass wir hier unsere Nahkampfwaffen ein bisschen verteilen. Ich denke, diese ganze Munition brauche ich auch nicht. Das Ding ist vielleicht nicht verkehrt. Das Beil auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein bisschen was zu essen, immerhin. Der hat ein bisschen was dabei gehabt. Wir schauen mal eben. Junge, Junge. Nein, hau ab. Einer ist okay. Oh nein. Was aus dieser Ecke raus? Mach zu! Hallo, Antherp! Es sind einfach zu viele. Oh, warte mal, kriege ich den so vielleicht? Nee. Ja, der Schuss, der hat es natürlich nochmal so ein bisschen... Die Fischfalle kann auch mal raus. Das ist bereits desinfiziert. Die Dinger ebenfalls, auch wenn sie beschädigt sind. Nehmen mal das Dosenfleisch. In 45 Minuten startet der Server neu. Das ist völlig okay. Ich glaube, das war mein erster Menschenkill in DayZ. Ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal so gewesen ist. Schauen, dass ich hier rauskomme. Bin
bin hier gerade so ein bisschen gefangen. Ich habe vorhin ein Video zu Project Castaway gesehen. Erinnert sehr an Green Hell, noch sehr am Anfang. Sieht gut aus, vielleicht in Zeit. Ja, ist auf meiner Wunschliste. Das ist halt original Stranded Deep irgendwie, aber mal gucken. Wenn es gut gemacht ist. Kommt er? Na dann komm. Hallo KTM-Treiber. Okay. Jetzt will ich erst recht hier weg, aber ich muss ein Feuer machen. Ich bin völlig durchnässt. Jetzt ist halt die Frage, war der hier überall schon unterwegs und hat alles weggelootet? Oder was war sein Plan? Mach mal zu, lass mich hier mal irgendwie raus. Ich glaube, da links steht noch einer. Wir haben den. Ah, dahinter ist jemand. Wir schauen uns mal die Tankstelle an. Hallo? Dietrich, unbekannte Konserve. Kann ich schon nicht mehr aufheben. Dietrich nehmen wir mal mit. Und hier haben wir... Ja, Schrotmunition... Brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich, aber nehmen wir mal mit. Sporter, das kann da rüber. Dann können wir hier nämlich die unbekannte Konserve reinhauen. Daisy ist interessant, scheint komplexer als Rust zu sein. Das denke ich, und auch ein bisschen weniger stressig, glaube ich. So wie ich Rust in Erinnerung habe, ist das ja wirklich los, Sachen finden, bauen, zack, 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 sammeln, weiter bauen, eine erste Base und hoffen, dass man in der Zeit nicht erschossen wird. Hier kann man wirklich einfach mal Stunden damit verbringen, sich so ein bisschen umzuschauen, zu looten, was zu basteln. Das ist schon ein sehr gutes Spiel. Es kommt ein bisschen darauf an, worauf man so steht bei so Survival-Spielen. Weil, wie gesagt, hier kann man halt wirklich Stunden am Stück einfach nur laufen und es passiert nicht viel. Oh ne. Und den einen stört das und den anderen nicht. Was ist die andere? Stirb! Nochmal! Sehr schön. Hat nichts dabei, hat nichts dabei. So, weg von diesem riesigen Dings hier. Wir sind schon wieder an der Küste. Gestern endete der Stream bei dieser Gaswolke und dem großen Schiff. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier... ...irgendwo unterkommen. Da ist ja der Profi-Angler. Ach, hör mir auf, ey. Angeln, eieiei. So, hallo Eingorn. Nimm die unbekannte Dose mit. Hab ich. Wenn du jeweils nur ein Viertel isst, passiert dir nichts. Mach mal zu, den Käse hier. Ich glaube, ich mache mir mal eben Feuer. Guck mal her. Hallo Ludwig. Ja genau, bis man die Wölfe heulen hört. Ja, ganz genau so ist es. So nicht anders. Brennholz. Gib Gas.
Und schlag auf den Server an, weil der sie, ob entspannt oder nicht. Ja, aber so bei den offiziellen Dingern ist ja das Maximale so wie das, was ich jetzt gehabt habe. Also nach meiner Erfahrung nach. Aber wenn du so einen Hardcore im Server hast, dann ist natürlich was anderes, aber. Das soll ja auch ein bisschen wie Urlaub sein. Anbringen. Mal zu den Käse hier. Haben wir die Rinde? Ach, die sammelt ja gar nicht automatisch ein, ne? Ja, okay. Krankheits... Ja, mhm. Was ist das für ein Server? Offizieller Standardserver? Gib mal hier, hier. Ein Gordon, vielen herzlichen Dank für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Ich danke dir, ein Gordon. Wenn sie heulen, spring auf einen Heuball. Ne? Welche Map ist das? Ist das Tschernarus? Ich glaube, die Standard. Ihr merkt schon, richtig Ahnung. Die Standard. Vielen Dank, ein Gordon. Das bei DayZ auch die Server-Wipes? Ich glaube schon. Ich habe die noch nicht miterlebt, aber mir ist so... Brauchst die Rinde nicht, wenn du Papier hast. Habe ich denn noch Papier? Nee. Ach doch, hier ein bisschen. Naja, machen wir halt die Rinde jetzt. So, zeig mir mal das Feuerzeug. Das hat ja gestern nicht so super... Ah ja, doch. Da habe ich noch falsch gezielt dann. Komm. Geh an, geh an, geh an. Yes, Leute. Fantastisch. Okay, schauen wir mal. Kann ich denn das jetzt einfach... in die Hand nehmen und ausfringen. Das geht. Obwohl die Sachen drin sind, kein Problem. Hallo Stullen-Andi. Wenn ich Glück habe, hört es gleich auf zu regnen. Oh, der Herr Baron. Wenn ich Pech habe, nicht. Blut im Stuhl, vielen herzlichen Dank für deine Spende. Auf den Aufstieg zum Vollzeit-Streamer freue mich für dich. Vielen herzlichen Dank, Blut im Stuhl. Liebe geht raus. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. So, das hätten wir. Die Jagdweste, kann er die auch, sie? Ach nee, die kann man nicht ausfringen. Durchnässt, aber das Ding. Ausfringen, komm, let's go. Hallo Nico, hallo Tunechi. Ich höre noch Gewitter, aber so gefühlt... Aber eine coole Funktion finde ich, dass man Klamotten hier so ausfringen kann. Ich habe das, glaube ich, noch nie in einem anderen Spiel gehabt. Bei diesem Winter Survival konnte man seine Klamotten ja aufhängen an so eine Trockenleine. Es ist auch nass. Reicht das, wenn ich einfach nur davor stehe? Ja, oder? Hallo David Alka. Hallo Semmelbrösel. Wir gucken mal. Moin, wo sind denn die Drachen? Was brauchst du denn für Drachen? Ist auch nass. Können sie die auch ausbringen? Nee, das geht auch nicht. Ebenfalls nass. Ausbringen, das geht. Ich höre doch Vogelgezwitscher. Da kann es doch unmöglich regnen. Let's go. Okay. Super, uns wird allmählich warm. Ums Herz. Es hat aufgehört zu regnen. Ah, wie gut das ist. Ich warte hier noch kurz, in der Hoffnung, dass ich tatsächlich ein bisschen trockne. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Wir haben noch jede Menge Krempel. Vieles davon brauche ich wahrscheinlich nicht, aber... Dinge, die ich nicht so häufig sehe, wo ich unsicher bin, die nehme ich lieber mal mit. Eine Leuchtfackel, die ist demoliert, die kann zum Beispiel raus. Damit kann ich bestimmt nichts anfangen. Da packt der 9mm und die 22er. Dieses Sportergewehr ist, glaube ich, mit das Schwächste. Jetzt kann das Fleisch raus, okay. Dann hat sich das auch erledigt. Aber wir haben Essen und Trinken dabei. Wir haben jetzt sogar die Pfanne. Und ich bin sehr erleichtert, dass das
dass ich das mit dem Feuermachen so gut hinbekommen habe, weil irgendwie habe ich bei mir im Hinterkopf bei DayZ immer abgespeichert, es ist mega kompliziert, Feuer zu machen. Aber ist nicht so. Man muss halt dran denken, Feuerzeug oder Streichholz mitzunehmen. Und dann geht's eigentlich. Dann ist es nicht anders als in anderen Spielen. Aber gefühlt ist es so abgespeichert, als wäre es das Komplizierteste in der Videospielgeschichte. Viele legen die Sachen auch vor das Feuer, okay. Ah, sehr schön, ja. Der Rucksack ist noch ein bisschen nass. Und die Jagdweste. Ja, die Schuhe natürlich, aber das kriegen wir auch noch hin. Sag, ich fange hier nicht an zu brennen. Das sieht ja auch echt ulkig aus, das Feuer. Mit dem Feuerbohrer ist es ein bisschen nervig. Das heißt, wenn ich weder Feuerzeug noch Streichhölzer finde, muss ich einen Feuerbohrer herstellen. Aber gut, jetzt habe ich ja noch alles und jetzt muss ich halt dran denken, sobald ich irgendwas sehe. Nehme ich das dringend mit? Oh, ey. Gut, dass der nicht zuerst geschossen hat, gerade eben. Genau, okay. Ich denke, der Rucksack kann ruhig nass sein, ne? Die Dings ist durch jetzt. Dauert halt ein bisschen. Hallo Matze! Spatzen gehen baden. Hallo Marita, endlich mal live dabei. Herzlich willkommen, Marita. Da bin ich, fast täglich live. Jetzt regnet es wieder, ne? Ich fass es nicht. Und ihr wird langsam warm. Okay, die Klamotten sind soweit okay, die Schuhe sind halt noch nass. Sehr schön, das war's. Macht natürlich jetzt keinen großen Sinn, hier wieder rauszugehen, weil es dann wieder regnet. Aber vielleicht zögert das Krankwerden das ja hinaus so ein bisschen, wenn man das einmal trocknet. Wir ziehen weiter. Die ist doch durch, oder nicht? Nö. Zeig mal her, Rauch sieht man. Ja, okay. Sehr cool. Komm weg hier. Hallo Walheimser! Ja, ja, ich weiß. Ich will darüber nichts hören. Unbewaffnet hin oder her, so wurde ich auch immer behandelt, so werden andere auch behandelt. Das ist es auch, was ich meinte. Dieses Küstengebiet ist so ein nerviges Spawngebiet. Ich muss hier dringend weg. Ich kann das nicht riskieren, jetzt draufzugehen durch irgendjemanden. Leider war die Qualität gestern auf Twitch so schlecht, dass ich es mir nicht anschauen kann. Oh Gott. So schlecht war's. Da ist der Nächste. Ja,
Ja, es ist ganz blöd hier. Hier bin ich gar nicht gern. Hallo Grey Dan. Hallo Tom der Gamer. Du machst es genau richtig. Wenn dich jemand am Leben lässt, dann nur, weil er sie keine Waffe hat. Ja, wahrscheinlich. Hallo Roman. Ja, also wie gesagt, das ist meine Erfahrung. Also sobald jemand da ist mit einer Waffe, wird man sofort erschossen. Ich muss es leider jetzt auch so machen, denn mein Ziel ist es, möglichst lang zu überleben. Und da kann ich nicht einen auf, hey, na, alles klar machen. Und früher oder später wird es mich hier eh erwischen. Hier hat schon jemand sein Zelt aufgestellt und gepflanzt. Ich hau ab. Super Truppe, alle da. Im Zelt könnte Loot sein. Nichts gesehen. Ich will mich jetzt auch möglichst schnell von da entfernen. Da ist mir zu viel los. Ich habe leider nicht geschaut, wie viele Leute hier gerade auf dem Server sind, aber... Ich glaube, gestern waren es 21 oder so. Es ist dann eingeladen. Aber da wäre ein Plus zu sehen gewesen, oder nicht, beim Zelt? Weil das war da nicht. Wie schnell man doch eine Rechtfertigung parat hat, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Ey, die war schon da, da hat der Stream noch nicht angefangen. Völlig logisch. Worauf soll ich da auch warten, Leute? Hauptsache, das wird jetzt nicht so ein 4-Stunden-Daisy-Regen-Stream. Irgendwie traue ich da Daisy nicht so. Immer so ein bisschen Sorge, dass es dann einfach die ganze Zeit regnet. Komm aber rein hier. Ja, sehr gut. Ist es nicht so nass, weißt du? Okay. Okay, der Schuss muss, glaube ich, von da oben gekommen sein. Das ist ja auch schon der nächste Ort hier. Oh, das war schlecht. Sorry, habe ich nicht gesehen. Nein. Nix ist. Mm-mm. Das riskiere ich nicht. Da ist viel zu viel los. Ach, verdammt. Das ist nur der eine Vogel. Ja. Komm her. Auf alle schießen nicht der Sinn des Spiels? Ja, nicht unbedingt. Ne? Du kannst ja natürlich auch auf jemanden treffen und beide sind unbewaffnet und ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht die Grundvoraussetzung. Und dann sagt man so, hey, na, alles klar, brauchst du was? Und dann schließt man sich zusammen und so. Also sowas gibt's auch, aber gab's bei mir noch nicht. Und wie schon geschrieben wurde, sobald jemand eine Waffe hat und Munition, wird eigentlich geschossen und dadurch muss man ein bisschen aufpassen. Und der Erste hat definitiv auf mich gezielt. Da riskiere ich es nicht, erstmal zu fragen, na, alles klar, weil dann ärgere ich mich umso mehr. Und der gerade eben war komplett unbewaffnet, aber ich riskiere es einfach nicht. Deshalb will ich mich auch von da entfernen, weil ich nicht die ganzen Fresh Spawns da abschießen möchte. Das ist einfach Quatsch. Dann lieber ins Landesinnere und schauen, was einen auf einen trifft. Hallo Daniel Eigenbrot. Hallo Björn. Ja, na klar macht es noch Bock. Ich weiß ja nicht, wann du es zuletzt gespielt hast und wie viel Bock es dir da gemacht hat, aber wenn du weißt, wie es sich spielt, dann weißt du auch, dass es noch Bock macht. Absolut. Mir macht's wieder Bock. Ich höre hier irgendwas. Ach doch. Ich
Ich sag euch, das wird jetzt die ganze Zeit regnen. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Wir gehen in den Wald. Ich habe das bestimmt schon 2 Jahre nicht mehr angefasst. Ey, mach doch mal wieder. Wenn dir das damals Spaß gemacht hat. Keine Ahnung, wie viel sich da jetzt tatsächlich getan hat in 2 Jahren. Aber ich finde, das sieht immer noch fantastisch aus. Spielt sich sehr gut, wenn man weiß, wie was funktioniert, wo ich wahrscheinlich bei 5% bin oder so, aber macht schon Spaß. Das ist nicht nur ein Survival-Shooter-Spiel, das ist ein soziales Experiment. Ja, das ist leider misslungen, wie du ja siehst, wie ich auf alles schieße. Halt die Frage, ne? Wenn man ganz frisch dabei ist, eine Waffe gefunden hat und da kommt einer, versucht man es, wird man erschossen, hat man keinen Verlust. Ich bin hier jetzt fast 6 Stunden mit dem Charakter unterwegs. Was vielleicht nicht viel sein mag für irgendwelche Super-Daisy-Spieler, aber für mich schon. Und da will ich es einfach nicht riskieren, dass einer sagt, hey, ja, alles klar, ich lass dich in Ruhe und mir dann an den Rücken schießt. Dann lieber den Kampf. Er kam rein, hat auf mich gezielt. Einer gegen einen und wer als erster abdrückt, hat halt gewonnen. Daisy spiegelt ziemlich gut unsere Gesellschaft wider. Fressen oder gefressen werden, ja. Das ist Autofahren auch, ja. Das stimmt allerdings. Wieder Verbindungsprobleme mit dem Server, so wie gestern auch schon. Hallo Goins! Guck mal, hier gibt mir mal irgendwie eine Hütte oder was. Wird doch irgendwo so eine kleine Jägerhütte sein. Weil durchnässt bin ich jetzt so oder so schon. Ding. Was ist der Plan? Erstmal nur sammeln. Ja, möglichst lang überleben. Das ist der Plan. Keine Base bauen oder sowas. Ich will mir auch kein Auto zusammenbauen. Das ist mir viel zu auffällig dann. Das ist so wie alle anderen meiner DayZ-Streams. Rumlaufen, looten, möglichst lang leben. Wie fandest du denn nun Dragon's Dogma 2? Ja, ich fand es in den ersten paar Stunden sehr erfrischend, sehr interessant, sehr gut. Die Performance war wirklich miserabel. Und dann in der Hauptstadt habe ich dann so gemerkt, ey, jetzt muss ich hier irgendjemanden suchen, der irgendwas hat. Und dann vielleicht ist der nachts da oder tagsüber oder mittags. Und dann muss ich mich da reinschleichen. Das ist so zerfallen irgendwie. So dieses Gameplay, dieses Schnetzel-Gameplay vom Anfang hat mir richtig gut gefallen. Und da war auch eine gute Dynamik drin, auch mit den großen Feinden und so. Und dann, als dann diese Schleichmission kam, dachte ich so, also irgendwie, das passt überhaupt gar nicht zusammen. So überhaupt nicht. Das ist einfach, wirkt das da sehr unfertig, weil es eben die falschen Genres gemischt sind, finde ich. So rein von der Spielbarkeit her. Am Airfield gewesen? Nein. Welche, die killen, weil sie Bock drauf haben. Gibt welche, die killen für Loot. Und es gibt welche, die killen, weil sie denken, der Gegenüber gehört einer der ersten Kategorien an. Ja.
Sally, hast du zufällig irgendeinen Filter an oder ähnliches? Für die Kamera meinst du jetzt oder für das Mikrofon? Nee. Wieso? Wie siehst du mich? Habe ich irgendwie... Fahre fort, Tunechi. Komm jetzt mal rein hier. Oh. Warte mal, meine Handschuhe sind doch bestimmt durchnässt. Dann können wir wenigstens die austauschen. Hose. Oh, fiese Stelle hier. Ich habe 700 Stunden der 7 zweimal durch Spielerhand gestorben, ganz am Anfang, als ich noch keinen Plan hatte vom Game. Und gerade eben. In so einer Hütte, ich kam völlig unbewaffnet rein. Die Bildqualität wird irgendwie nicht deinen PC-Specs gerecht. Ist mir auch gestern schon aufgefallen, als du vom Himmel geschwärmt hattest. Davon war im Stream nicht viel zu sehen. Hä, aber was soll denn hier für ein Filter drauf sein, dass die Qualität... Das hängt ja nicht mit dem Filter zusammen. Wenn dann am Stream. Aber ich habe noch keinen Player getötet und so geht es auch. Ja... Alles klar, Graydon. Viel Spaß. Also, die YouTube-Bandbreite kann ich nur so hoch einstellen, wie es das Internet zulässt. Und je höher da die Zahl ist, desto besser sieht es aus, desto mehr ist aber auch der Verbrauch. Und aber wenn ich mir meine Livestreams so im Replay nochmal anschaue, dann sieht da eigentlich immer alles völlig okay aus. Also... Weiß ich nicht, wenn du jetzt auf einem 4K-Fernseher spielst, schaust, dann könnte es schwierig werden, weil das so nicht übertragen wird. Fall um! So, hallo Toni! Ich finde die Qualität super, ja. Keine Ahnung, ich kann es leider gerade nicht beurteilen. Ansonsten halt tatsächlich die YouTube-Einstellungen mal checken, ob da vielleicht 720p oder so eingestellt ist. Die ist bei Twitch, weiß nicht mal, ob das da HD ist, ehrlich gesagt. Jetzt ist doch gut. Diese hässliche Mütze, oh, es hat aufgehört zu regnen. So hier sind jetzt so schöne Wolken zum Beispiel zu sehen. Gestern gab es einen Moment, wo die Belichtung von jetzt auf gleich sich verändert hatte. Wirkte so, als hättest du einen Nvidia-Filter aktiviert. Nee, habe ich nicht. Also wenn du mir sagen kannst, welche Minute das war, dann schaue ich da gerne nochmal rein. Aber Nvidia habe ich überhaupt gar nichts aktiviert. Null. Das ist tatsächlich so, wie das Spiel nach der Installation aussieht. Ich mache hier keine Bildfilter drauf oder irgendwas. Das wäre es einfach so ein Knopf drücken und dann sieht alles anders aus. Und dann so, hä? Filter? Ich? So, gib mal jetzt was. Capri... Oh, Verband. Hier ist doch jemand. Codein-Tabletten. Okay. So, wir bringen mal eben aus, was wir ausbringen können. Vielleicht schraubt YouTube die Qualität... Ja, also das ist genauso wie mit allen Streaming-Diensten, ne? Wenn du besonders viele helle Momente hast oder besonders viele dunkle Momente, dann wird da an der Stelle die Qualität runtergeschraubt, weil das dann natürlich spart. Aber dass da die gesamte Qualität von betroffen ist, keine Ahnung, schwer zu sagen. Hallo, Old Man with Gun. Bei mir ist die Quali auch sehr gut. Ja. Weiß ich nicht. Ja, YouTube schraubt gerne mal runter. Das habe ich auch schon gehört, dass es dann mittendrin einfach sagt, ja, komm, mach mal weniger. Ja, die Qualität ist auf YouTube deutlich besser, das stimmt schon. Dafür müsste ich wesentlich mehr auf
Twitch streamen und irgendein Level erreichen und dann wird da auch die Qualität besser sein, aber naja. Hallo Izuna Uchiha. So, vielleicht reicht das ja für den Anfang erstmal. Oh, die Sonne scheint, Leute. Trockne ich denn auch in der Sonne eigentlich? Das wäre ja schon mal was. Das dauert wahrscheinlich Ewigkeiten. p und null Probleme. Die Qualität ist eigentlich immer top. Ja, vielleicht auch so. Big Bone Therapy. Also, weil die Schritte habe ich jetzt nur von dem zweiten Typen gehört, den Unbewaffneten. Von dem anderen habe ich, da habe ich tatsächlich nur die Tür gehört. Die hat ihn verraten. Wäre die offen gewesen, wäre ich jetzt tot. Mach mal auf hier. Wanderrucksack. Sehr langsam. Am Lagerfeuer ist es besser, das dachte ich mir. Hallo Tobias. Twitch setzt die Qualität bei neuen Streamern runter. Ja, wenn man da am Anfang ist, dann ist das begrenzt auf 6000 und sobald du dann irgendwie Partner bist oder weiß ich nicht, wie das dann heißt, ist das wohl höher. Zumindest war das so, als ich mich darüber informiert habe. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her oder so. Weil das kostet die alles ein Vermögen, ne? Leute streamen zu lassen. Da war doch gerade erst letztens so ein Video von einem recht bekannten Streamer, der immer ohne Werbung streamt. Und das kostet Twitch jedes Mal mehrere tausend Dollar, das alles zu hosten und so, weil sie dadurch keine... Naja, läuft blöd. Da gibt es irgendwie online so einen Rechner. Da kann man das errechnen, wie viel das Twitch kostet. Wie viele Zuschauer, wie lange gestreamt wird und ob Werbung geschaltet wird oder nicht. Und dann wird daran errechnet, wie teuer das für Twitch ist. Salim Daisy Fieber. Ja, ganz entspannt, ne? Wenn man sich da so nicht so ein... Warte mal, kann ich die... Kann ich die... Nee, ne? Da ist der Gürtel. Was haben wir denn da drin? Sagorki? Komm, mach mal ein Seil raus. Zack. Hallo Juli. Als Partner ist es besser, genau. Wenn du eine Waffe findest, immer mitnehmen und im Busch verstecken. Oh, wie bist du denn drauf, Walheim? So, so wie ich letztens im Video den einen Reifen vom Auto abgenommen habe, weil ich gehofft hatte, dass das gerade jemand zusammengebaut hat. Aber die Antwort darauf werde ich niemals haben. Ich habe in DayZ alles gemacht und alles erreicht, habe aber schon lange nicht mehr rein... Alles gemacht und alles erreicht. Ja, das ist doch toll. Oh. Was kann man denn hier erreichen? Ah, jetzt fängt der Server wieder an, so wie gestern. Aber er startet eh gleich neu, glaube ich. Was gut für uns ist. Alles ein bisschen verzögert jetzt. Da rollt mir fast eine Träne runter. Jeder wie er mag. Bergsteigerrucksack. Der leuchtet nicht ganz so auffällig, aber ich glaube fast, dass es keinen Unterschied macht. Genau, die Batterie nehmen wir noch mit für unsere Stirnlampe. Autoreifen gemobst, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ja, weil ich weiß, wie anstrengend es ist, alle Teile für so ein Auto zu finden. Und wenn dann da so ein Auto steht und irgendwie ist alles drin und es fehlt aber noch irgendwie so ein Reifen oder so.
Warum nicht? Wie ist das denn? Du suchst einer tagelang Reifen oder du klaust ihn einfach? Naja, er lag 20 Meter weiter im Gebüsch. Also vielleicht hat er ihn ja gefunden. Aber Waffen würde ich nie verstecken. Darauf käme ich gar nicht. Basisbau überleben, bis man irgendwann unvorsichtig wird und entweder durch einen Cheater stirbt oder keine Ahnung, keine Lust mehr hat. Ja, ja, das ist natürlich so ein bisschen das DayZ-Ding, zumindest wenn man es so spielt. Ich glaube, da hat man mit gemoddeten... Wo bist du denn? Ach da. Mit gemoddeten Server natürlich nochmal ein bisschen mehr Langzeitmotivation. Junge! Kommt noch einer, oder? Na komm. Was? Kommt ihr denn her? Oh, das ist ganz schlecht, wenn das so mit Delay ist. Eieieiei. Jetzt wird's aber extrem. Weg hier. In 15 Minuten startet der eh neu. Dann müsste das eigentlich passen soweit. Ja, also das mit dem Basisbau, das verstehe ich in DayZ nicht ganz, wieso man das machen sollte. Also ich verstehe schon, dass es Leute gibt, die super viel Zeug finden und Waffen dann horten und so. Aber auch deren Ziel ist es ja dann irgendwie wieder rauszugehen, um mehr Zeug zu finden. Also man kann ja das Lager dann komplett vollhauen, aber also wofür? Damit verdient man ja kein Geld oder so. Also, weil dann nimmt man sich ja irgendwie das Ziel, loszugehen und zu looten. Wenn man schon alles da hat, ist es ja irgendwie langweilig, finde ich. Ich finde gerade dieses mobile Lager haben, den Rucksack, die Jacke und nur eine gewisse Anzahl an Sachen mitnehmen zu können, das finde ich so interessant daran. Weil ein volles Lager irgendwo versteckt in der Base, wo keiner reinkommt, keine Ahnung, da geht irgendwie so ein bisschen der Reiz verloren für mich. Scheinwerferlampe. Das Wetter ist Real Life, das stimmt, ja, absolut. Habe ich auf Vanilla-Servern auch schon gemacht. Zu zweit geht das schon, das Bauen, aber wie gesagt, die Cheater oder wenn du nach ein, zwei Tagen online gehst und alles weg ist. Ja. Ja, deshalb lieber so ganz entspannt einfach gucken. Einfach vorstellen, das wäre eine echte Apokalypse, man wäre unterwegs. Auf der Suche. Ich fände es natürlich noch cooler, wenn die Map noch größer wäre und man wirklich Tagesausflüge machen könnte. Irgendwohin wirklich 3, 4, 5 Tage in eine Richtung laufen und man kommt dann tatsächlich in neue Gebiete und auch mal an so eine Autobahn oder so, wo ganz viele Autos sind, die man dann looten kann. Das würde mich schon eher reizen. Aber das ist alles schon sehr gut hier. Das ist schön groß, das sieht gut aus, das spielt sich gut. Das gefällt mir schon. Weinschärferlampe, ja, absolut. Gerade bei den Strecken, die man zurücklegt, hätte keine Lust, über die ganze Karte zurückzulaufen, ja. Ja, das ist so, das geht mir aber bei vielen Spielen so. Das ging mir auch bei Dead Side so, da habe ich auch nicht gecheckt, warum man da eine Base bauen sollte. Also ich, warum? Wofür baut man da eine Base? Days, hallo. Weiß nicht, wie man auf Tastatur macht, aber man kann einen schweren Schlag machen. Ja, das ist mir gestern schon gesagt worden. Damit machst du den Zombie ein bisschen mehr Schaden und stößt ihn ein kleines Stückchen weg von dir. Oh nee, warte mal. Falsches Dings hier. Ich schau mal kurz. Da habe ich halt jetzt nur noch nicht die, das Timing drin, ne? Kampf, Nahkampf mit Schusswaffe voll, na. Das steht hier leider nicht. Es scheint ein Geheimnis zu sein. Dafür gibt es Hubschrauber, ja genau. Auf Controller muss man den Schlagknopf halten. Ja, das mache ich jetzt mal. Warte mal, habe ich gerade schon gemacht. Ist das der starke Schlag?
Nee, macht, glaube ich, keinen Unterschied. Nee. Viele Karten kennt man dann schon auswendig, wenn man viel unterwegs ist, aber der Reiz ist immer noch da. Danilo, hallo, hier bin ich wieder. Hallo, Danilo. Schaut mal, da oben haben wir so eine kleine Ortschaft. Da haben wir noch so einen Schuppen. Eine Scheune wohl eher. Aber der Server startet gleich eh neu. Es dauert dann, glaube ich, 2-3 Minuten oder so und dann können wir wieder rauf. Hier drüben ist doch auch ein Haus, oder sehe ich das falsch? Ne, wir gehen da hoch. Hast du genügend Ausdauer, sonst geht der schwere Schlag nicht. Ja, weiß ich nicht, Hälfte oder mehr, ein bisschen mehr als die Hälfte. 60%. Thomas, vielen Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft. Ich danke dir, Thomas, und guten Abend. Shift plus linke Maustaste. Warte mal, nicht, dass ich jetzt versehentlich schieße, ey. Ja, Shift. Shift, Kampfmodus, linke Maustaste. Ja. Erwecke den Tiger in dir und dir. Hallo Thomas. Auf PC scheint das Spiel besser zu sein. Durch die Mod-Community auf PlayStation hat man die normale Map und Livonia. Ach, es gibt gar keine Mods. Also nicht mal irgendwie so, dass man sagt, ein fester Server mit irgendwelchen Mods drauf, sondern es gibt da tatsächlich nur Vanilla, was ich auch reizvoll finde, aber ja klar, ich glaube, wenn man hier schon 1000 Stunden versenkt hat, dann hat man auch schon mal Bock. Auch wenn es nur die kleinsten Veränderungen sind, ne? Das kann ja irgendwas sein, wo man sagt, das macht das jetzt für mich interessanter. Warum eigentlich nicht? Raw, genau. Genau der. Schaut mal da drüben. Das sind, glaube ich, zwei Dörfer. Könnte aber auch eine größere Ortschaft sein. Folgen mal der Straße hier. Die wird ja wohl direkt hinführen. Da unten hätten wir noch was gehabt. Wir schauen mal. Nur High-Loot-Server. Ja. Und wie ist das grafisch auf der PlayStation? Sieht das halbwegs gut aus? Kann man das gut spielen? Und Performance und so? Weil das ja doch sehr mit der Weitsicht und alles. Oder ist das so extrem vernebelt? Dieser Stream wird präsentiert von Kellogg's. Das wär's. Wobei ich überhaupt nie Cornflakes esse, wirklich. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt Cornflakes gegessen habe. Hab ich alles in guter Erinnerung. Cineminis und so, alles cool, aber... Nee. Wir schnappen uns noch den Hochsitz da drüben. Zieht aber langsam nach. Dritte Map kommt demnächst. Ah, sehr schön. Hallo, Fox on the Run. Es gibt tatsächlich auch gemoddete Server auf Konsolen, allerdings kein Vergleich zu den PC-Modded-Servern. Bist du jetzt eigentlich selbstständig oder war das ein April-Scherz? Nee, war kein April-Scherz. Bin ich tatsächlich. Du hast mich getriggert, wie du die Pistole gefunden hast und das Magazin nicht mehr hergenommen hast. Ah. Klebeband ist Leben. Immer mitnehmen. Ah, da fehlt halt die Erfahrung, ne? Ich denke mir da halt so, was soll ich denn mit Klebeband? Aber freut mich doch, wenn ihr euch aufregt. Hier haben wir ein schönes Messer. Vielleicht bringt mir das noch was. Ich schau mal eben, denn ich glaube, ich hatte noch eins dabei. Oder auch nicht. Ich glaube, gewisse Sachen kann ich auch einfach mal droppen. Ja, jetzt muss man es ja auch nicht übertreiben. Ja, Schrotmuni vielleicht dann doch ein Dietrich. Wer weiß, was wir noch finden. Das mal noch raus vielleicht. Da haben wir eine Batterie drin. Gib mir mal das Messer lieber. Können wir denn hier nicht ein bisschen was stacken eigentlich? Doch, können wir. Na, das geht nicht. Okay. Ja, die Batterie nehmen wir auch mal mit.
PvP scheint hier auf dem Server wohl eher scheinbar eher selten zu sein. Ja. By the way, Like ist raus. Vielen Dank, Walheimser. Viel Erfolg, wir sind an deiner Seite. Das freut mich. Vielen herzlichen Dank. Sally, geil, mal wieder mal Daisy. Ja, Norman, hallo. Hallo, Nuxel. Die Stofffetzen kannst du auch weghauen, die sind aber desinfiziert. Die haben mir gestern ein bisschen was gebracht hier. Gut, die sind jetzt feucht. Aber die Dinger auch. Taxifahrer repariert mit Klebeband sogar die Autos. Oh, warte mal, habe ich Handschuhe? Ja, doch. 10 Minuten ist Neustart. Wir gucken mal. Die beste Zeit hatte ich auch in DayZ Roleplay Server. Da habe ich einen Cannabis-Dealer gespielt. Bong Marley war ich. Cool. Cannabis-Dealer gespielt. Also ein paar hundert Meter wie Gras nicht mehr gerendert aufgrund wird. Oh, und umso voller die Server bebaut sind, umso schlechter läuft. Ah, ja, 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 gut. Du hast 4 Verbände, die reichen. Hab heute wieder DayZ gezockt. Die Bugs waren zum Kotzen, ja. Schaut mir hier mal so eine kleine Ortschaft, das ist doch schon mal was. So, jetzt können wir raufrechnen. Jetzt leben wir schon 6,5 Stunden mit diesem Charakter. Der Rekord liegt wahrscheinlich bei, weiß ich nicht, wie viel, 100 Stunden. Aber ja, dass zum Beispiel die Kamera immer noch zwischendurch schwarz wird, ich weiß, ich habe keine Lösung. Ich habe jetzt wirklich schon alles umgestellt und angestellt, was da irgendwie helfen kann. Ich habe dafür gesorgt, dass die Kamera nicht überhitzt, dass diese Option aus ist und so. Ich komme nicht drauf. Ich bin wirklich kurz davor, eine neue Kamera zu bestellen. Eine ganz normale, so eine 4K-Webcam, gar kein großes Trara. Man wird bei so einer kleinen Facecam eh keinen Unterschied merken. Aber das ist echt so ärgerlich. Über 100 Zuschauer und 30 Daumen, was ist los bei euch? Moin, ihr Rüdinnen und Rüden. Hallo, Knödeltoni. Das Messer kannst du in den Gürtel machen? Nee, ich glaube, da habe ich schon Messer drin, oder? War das nicht so? Ach nee, guck mal hier. Dann war das kaputt. Korrekt. Danke für den Hinweis. Sehr schön. Aber bei dir scheint es mit dem Server auch nicht so rund zu laufen. Du hast permanent rotes Serverzeichen links, ist mir in den Videos schon aufgefallen. Ja. Gestern hatte ich das auch schon. Das ging dann nach einer kurzen Zeit wieder. Das sind die offiziellen Server. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Jetzt mal kurz was essen. So, klingt nach Treiberproblemen. Alles aktualisiert. Firmware, Treiber, alles komplett so, wie man es machen kann. Da bleibt jetzt wirklich nichts mehr aus. Sechseinhalb Stunden ist es ja Neugeborenes, ja? Kann man wohl so sagen. Mein erster Weg wäre mit zur Burg laufen und Schwert finden und für Baseballschläger finden. Ja, einen Baseballschläger hatte ich gestern, der ist dann durchgewiesen. Willst du überhaupt Tipps oder nicht erwünscht? Boah, hau raus, ob ich dem Folge leiste. Das ist die wahre Frage. Wirst du wieder einen DayZ-Server zulegen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Damit hatte ich mehr Arbeit als Vergnügen. Das mache ich nicht nochmal. So, vom Prinzip her ist das natürlich cool, dass man sich da selbst alles installieren kann und so, aber nicht als jemand, der den Server hat. Weil das ist viel. Und der Michi, der
Admin vom Discord, von unserem Discord-Dings und so. Der hat auch angeboten, dass er das übernimmt und so. Aber das war mir dann auch schon wieder zu viel hier und da und wie viele Nachrichten ich täglich bekommen habe und so. Deshalb eben, ich spiele gern auf einem Modded-Server, aber ich habe nicht nochmal einen eigenen. Okay, die sind alle noch gut, aber wir können schauen. Ne? Wieso kann er jetzt das Gewehr nicht durchladen? Das ist auch so ein Ding, ne? Ich finde es so merkwürdig. R oder R gedrückt halten. Das geht, aber es könnte am Server liegen jetzt. Bei 10.000 Abos, ja. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, aber ja. Krass, ne? Verrückte Welt. Es gibt ja Streamer, die bannen für sowas, was ich mache. Ja, es gibt halt auch Leute, die sagen nicht, ey, hier ist ein Tipp. Sowas wie in Green Hell zum Beispiel, wenn du Y gedrückt hältst, dann sortiert der automatisch deinen Rucksack. Das ist ein Tipp. Dann gibt es Leute, die schreiben sowas, naja, da würde ich nicht bauen. Bau mal lieber da drüben, dann gehst du nach links rüber, holst die Sachen, baust das hin. Das andere brauchst du nicht, keine Sorge. Wenn du das und das, die schreiben quasi eine Komplettlösung im Kommentarbereich und wundern sich dann, dass man das nicht macht. Und gerade so Survival-Spiele, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich entdecke Dinge gern ganz selbst. Und wenn das 50 Stunden dauert, also weil viele dann auch schreiben, kleiner Tipp, und dann kommt ein Tipp, wo man denkt, okay, das ist im Grunde durchgespielt danach, aber ich nehme das den Leuten nicht übel. Ich verstehe, dass sie helfen wollen. Ich verstehe auch, dass jemand, der ein Spiel schon 1000 Stunden gespielt hat, das alles mit anderen Augen sieht. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen so eine Frage der Perspektive. Also zum einen, will man das denn überhaupt so spielen wie jemand, der es 1000 Stunden spielt? Weiß ich nicht. Also ich tue mich da manchmal ganz schwer. Und häufig ist es dann auch so, dass ich so Kommentare nur ganz schnell überfliege, um zu schauen, ist da irgendwas drin, was mir das versauen könnte oder nicht. Und also ich habe da eher so Spaß, das selbst herauszufinden oder dann eben selbst zu schauen. Aber wenn es so Tipps sind wie sowas wie, pack es in die Slotleiste unten oder so, das sind für mich Tipps. Aber es gibt durchaus Leute, die machen daraus eher so ein, das musst du so machen, sonst machst du es falsch, was ich dann schon wieder schwierig finde. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Streamern ist, wie die Leute da reden oder was die so sagen, aber ich kann mir vorstellen, wenn das viele Leute ständig machen, ist das schon sehr nervig. Weil du, weiß ich nicht, du kannst ja auch sagen, was du möchtest. Du kannst ja auch sagen, ey, ich habe das noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich will es selbst herausfinden. Kommen garantiert Leute, die sagen, oh, du machst alles falsch. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schlecht gespielt hat. Was ja wirklich dich einfach zweifeln lässt an Leuten manchmal. Doppelt R. R gedrückt halten ist nachladen. Doppelt R ist entladen. Ah, okay. Kamera Blackout. Ja, da hatten wir es wieder. Hallo Fuma. So, schauen wir mal. Hier sieht doch alles recht ruhig aus. LKW-Batterie. Kein Interesse. Eine BK-18, Kapuzenpullover. Nähset, das nehmen wir gerne mit. Ich glaube, wir haben noch eins. Aber die Klamotten werden ja auch nicht besser, ne? Demoliert, hier zum Beispiel. Flicken. Super Einstellung. Vielen Dank. Aber ja, also wenn ich eins über Menschen, die ich nicht kenne, gelernt habe, dann dass es solche und solche gibt und durchaus schwierig sein kann. Aber ich, also ich, wenn ich so denke, wenn ich so 3000 Stunden im Spiel hätte und ich würde mir jemanden anschauen und man klickt ja bewusst auf irgendein Video, bei dem man sieht, der hat das noch nicht viel gespielt, dann würde ich mich eher darüber freuen und so denken, ja krass, da ist noch einer, der das gerne spielt oder spielen möchte und dann würde ich da irgendwie, glaube ich, anders rangehen. Aber Menschen sind halt unterschiedlich, ne? Manche sind ja sehr forsch, können Dinge nicht nachvollziehen. Aber also 99% sind wirklich super und schreiben lustige oder nette Sachen.
Hallo, Dennis. Mach auf. Oh Gott. Verzögerung 5000. Was haben wir hier? Den habe ich gestern gedroppt, ne? Und danach habe ich irgendwas gefunden, was mir geholfen hätte. Ich glaube aber, das sind 6 Slots. Du musst der Kamera ein bisschen was anbieten. Vielleicht mal was posten. Immer nur Schokoladenseiten. Sally wird auf Dauer für die Kamera langweilig. Vielleicht ist es das, aber ich werde trotzdem eine neue bestellen. Ich will mit so einer Kamera, die ja im Grunde nur so ein bisschen Beiwerk ist, nicht mehr Arbeit haben als mit irgendeinem Video, einer Aufnahme, einem Livestream oder sonst was, ne? Und ich habe es inzwischen hinbekommen, dass sie nicht mehr einfriert, was ja auch schon mal ein Fortschritt ist. Und wie gesagt, das Bild ist so klein, da geht auch eine starke Webcam. Da muss es hier nicht so eine Sony ZV-E10 sein oder wie das Ding heißt. Backseat Gaming kann schon ziemlich nerven, aber immer mal ein Tipp, welche Taste oder Tasten kann man... Ja, das ist ja... Ja, das sind Tipps. Das ist ja völlig in Ordnung. Denn viele Sachen, wie das mit dem schweren Schlag, steht nicht in den Optionen zum Beispiel. Ne? Das war ein guter Tipp. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Es ist auch weniger das... Probier das mal oder geh mal in die Richtung, da könnte was sein, sondern es ist so dieses, du musst es unbedingt so spielen, sonst ist es komplett falsch. Was halt auch überhaupt keinen Sinn ergibt in einem Spiel, wo du in der Open World irgendwie eine Basis baust oder so. Aber ich denke, so Leute kennen wir alle. Die ihre Meinung kennen und sonst keine andere. Wo bist du denn? Ich höre dich doch. Komm mal her. Ach da, beim Müll. Das war der schwere Schlag. Jetzt weiß ich aber nicht, ob er... Komm mal her jetzt. Ah ja, sehr schön, ich verstehe. Zack, umgehauen. Weil ich einfach umwerfend bin, müsse. Moin an alle, hallo Skydriver. Abo habe ich jetzt nach dem zweiten Video dagelassen. Ich ziehe von dann einen schönen Abend noch an die komplette Truppe. Björn, vielen herzlichen Dank, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach einfach dein Ding, wer es nicht sehen will, kann ja auswandern. Ja, und das Leuten beizubringen ist auch sehr schwer. Das ist wirklich sehr schwer. Und ich bin da schon wirklich so, dass ich sage, ja... Pff. Du hast hier aufgeklickt. Eine Hilfe, wenn du mal in der Hand hast, wie deine Jacke nach dem Flicken doppelt mit der Maus draufklicken, dann geht es automatisch wieder an seinen... Ach, bei Jacken geht das auch. Okay, gut zu wissen. Wo ist denn jetzt die Dose hin? Ach, hier. Hallo, Pepe. Einfach die Hand vor die Augen. Hallo, Kai. Und vielen Dank, Nino Manfredi, fürs Abo. So, gleich müsste der Server Neustart da sein. Ich überlege gerade, ob ich hier in diesem Dorf sein möchte, wenn das passiert. Ich meine, wir werden ja zurückgeschmissen und dann dauert es ein bisschen. Aber kann dann schon durchaus passieren, dass man mitten in den Zombies steht, ne? Haben wir hier noch einen? Nee, ne? Hier ist alles frei. Das sieht gut aus. Etwas nicht zu können, kann auch mal lustig sein. Ja, ja, total. Ja, und überhaupt dieses ganze Erlernen von Dingen und so, ne? Das ist doch einfach irgendwie so ein bisschen auch dann der Spielspaß, wenn man merkt, oh, ach so geht das, oder... Das habe ich jetzt für mich herausgefunden. Oh, da habe ich gerade Menschen gehört. Ich bin der Meinung, da habe ich gerade jemanden springen gehört. Nein, oh nein! Ganz schlecht. Vielleicht war das auch das Huhn.
Dosenspaghetti. Gib mal her, hier können wir gut gebrauchen. Zack, das haben wir sicher. Das kann uns niemand mehr nehmen. Außer wir werden erschossen halt. Wollte kurz Hallo sagen, bin vielleicht später wieder da, muss selber jetzt ein Video machen. Nicht, dass mich hier jemand vermisst, wenn ich mich nicht melde. Skydriver, schön, dass du da bist. Vielleicht bis später. Selbst dass mir gesagt worden ist, dass man andere Spieler zerstückeln kann, um sie zu essen, war ich geschockt. Aber wenn man nichts zum Essen hat, muss Fleisch her. So ist es. Was, wenn du in eine Stadt kommst und Zombies da sind, dann war jemand gerade da. Sollten Zombies gerade dazukommen, ist es wegen dir. Aber wie sehe ich denn, ob welche dazukommen? War gerade jemand da? Das Gefühl, hier sind immer irgendwo Zombies in so kleinen Ortschaften. Und wieso stackt sich Munition nicht selbstständig mit Munition, die ich bereits im Inventar habe? Das sind so Kleinigkeiten, das wären so Mods. Dafür würde ich auf so einen Modded-Server wechseln, für so Quality-of-Life-Sachen. Automatisches Stacken von Zeug, was ich bereits in der Tasche habe. Was einfach sinnvoll wäre, weil das wird man ja auch so machen, wenn man was, wenn man eine Jacke anhat und man sagt, oh, das habe ich schon mal, packt man es doch in die gleiche Tasche, oder nicht? Man kann die anderen Spieler essen, ja, dann auf zum Spawnpunkten und Timmy ein. Ich bin versorgt mit Spaghetti, danke. So, wir schauen mal kurz auf den Kompass. Wir sind Richtung Westen gelaufen. Das heißt, wir müssen da lang weiter. Machen wir einfach mal. Okay. Mhm, okay. Da lacht der Charakter und verrät dich. Ist das echt so? Da drüben. Wir bleiben mal so grob in Richtung Westen unterwegs. Was Interessantes sehen. Da kommt auf jeden Fall schon mal die nächste Ortschaft da drüben. Vielleicht finden wir ja nochmal so einen Touri-Spot mit so einer Karte, damit ich so grob weiß, wo ich hier bin. Wird wohl irre. Hm. Wenn du lachende Spieler siehst oder hörst, sind das Kannibalen. Oh, das finde ich ein ganz cooles Feature. Das ist ja echt ganz nett. Das ist ja eine komische Sounddatei. So, in 4 Minuten startet der Server neu. Wir halten uns hier mal so ein bisschen am Waldrand. Es gibt einige solcher Tipps, genau wie mit dem Spawn der Hähne oder der Apfel. Aber ich denke, das sind Tipps, die zu deep sind. Deswegen habe ich bewusst darauf verzichtet. Ich meine, ihr seht ja, welchen Erfahrungslevel ich habe und wie ich das spiele. Es geht in erster Linie darum, möglichst lang zu überleben. Und das ist für mich ehrlich gesagt auch DayZ einfach. Zu schauen, dass man das lang überlebt.
Ist da ein Panzer? Sieht fast so aus. Scheint alles ruhig zu sein. Psst. Bambi-Killer? Du kannst auch angeln, ja. Ciao. Ciao. Aber ich werde den Angelsimulator Call of the Wild ausprobieren. Das mache ich hier auf jeden Fall. Hallo Mystery Hell, ebenfalls. Serverneustart am Abend, wo alle spielen. Ja, ich weiß nicht, wie das hier geregelt ist. Es ist tatsächlich ein Panzer. Ist das da ein Polizeirevier? Bin gar nicht sicher, aber da fehlt dieser Turm obendrauf. Sully erlernt die Grundlagen. Macht auch Sinn, bevor man die Härte zum Server wechselt. Denke ich auch. Hallo Lenny, vielen Dank fürs Abo. Bis gleich kommt die der Tipp 200 Meter rechts ist ein McDonald's. Kleiner Tipp, da ist ein McDonald's. Kannst du bezahlen mit Munition, die du nicht brauchst. Ja, ich habe mir vorhin ein Video zu diesem Project Lead angeschaut, worüber gerade alle reden. Also ich weiß ja nicht, ob jemand von euch da was zu gesehen hat. Aber das sieht doch irgendwie grottig aus, oder nicht? Also, kann ich doch nicht der Einzige sein, oder? Ich hatte so richtig Day-Before-Flashbacks irgendwie. Als ich das Inventar gesehen habe, dachte ich so, so richtig seelenlos irgendwie. 3 Minuten? Das ist aber eine lange Minute gewesen jetzt. Das sind ja Waschmaschinenminuten. Wo doch 1 Minute steht und dann hast du noch 1/4 Stunde vor dir. Noch sehr Alpha, ja, aber also. Ich glaube auch, wenn die da voranschreiten damit, das. Also weiß ich nicht. Das sah jetzt schon irgendwie echt so ein bisschen billig aus, ist fast das Wort, was mir da einfällt. Wenn du Fragen hast, kann ich helfen. Und jetzt mach mich stolz. Ich habe keine Fragen, danke. Ja, bin da deiner Meinung. Ja, also ich weiß auch nicht, wo dann so ein Hype herkommt, ehrlich gesagt. Doch, das ist ein Polizeirevier. Oh, da haben wir es. Instabile Verbindung, ja genau. So, wir warten mal kurz. Ach ja, schaut mal hier. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Am Leben seit 1:39. Das heißt, jedes Mal, wenn ich neu auf den Server komme, startet dieser Timer auch neu. Das heißt, wir waren bei 5:30 plus 1,5 Stunden, alles klar, da müssen wir halt rechnen. Hallo, Herr dein Ups. Große Pause, ha, sehr schön. Lead ist die günstigere Variante von EFT, finde ich. Ja, also nicht mal das. Hast du in Green Hell mal geangelt und was gefangen? Nee, ich habe heute in der neuesten Folge habe ich geangelt und nichts gefangen, weil Angeln in Spielen halt irgendwie nicht geht. Und ich habe das alles so befolgt, wie es da stand, ne?
Die Angel ist fertig mit Haken, mit Köder und linke Maustaste, sobald einer anbeißt. Nix ist es geworden. Sally, gib mir mal einen Tipp. Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft und habe null Plan, was ich spielen soll. Welches ist deiner Meinung nach das Beste von denen, die du gespielt hast? Und da ist dir egal, welches Genre, oder was? Meiner Meinung nach das Beste, das ich gespielt habe. Lass mich mal überlegen. Also ich muss ja ehrlich sagen, nachdem ich jetzt zuletzt Metro Exodus nochmal gespielt habe, davon war ich echt begeistert. Also wenn du einen Shooter haben möchtest, dann Metro Exodus. Bei Survival würde ich, glaube ich, so zum Einstieg Icarus empfehlen, weil sich das am besten spielt. Und ansonsten, wenn es dir nur ums Ballern geht und Looten und so, ist The Division 2 natürlich eine absolute Empfehlung. Ich bin halb durch. Ah, okay. Alte 4. Warzone ist das Beste. Ja, stimmt, der habe ich ganz vergessen. Das war so gut. Tarkov, Frust und Freude. Ja, aber so als Empfehlung für so einen neuen Rechner. So, ja, spiel mal Tarkov. Weiß ich nicht. Tarkov, verstehe auch jeden, der Tarkov nicht mag. Also, das muss man halt irgendwie mögen. Und ich denke, Tarkov würde ich auch nicht empfehlen. Ich würde Tarkov empfehlen, wenn jemand einen Hardcore-Militär-Shooter haben will, wo man richtig frustig ist, wie du frustig werden kann, wie du ja schreibst. Aber so als würde ich es, glaube ich, nicht empfehlen. Das ist so ein bisschen wie so ein Arthouse-Film empfehlen, ne? Wenn man sagt, ey, wir machen Filmabend, wir gucken Hangover und Project X, was kannst du empfehlen? Und ich sag dann irgendwie so, der Mann, der am Meer starb oder sowas. Und alle so, okay. Und danach The Road. Oder ganz am Anfang, dann seid ihr alle schlecht drauf. Division 2, ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist für jeden sehr spielbar und so. Das kommt später mit extremer Komplexität und hier noch ein Menü und so. Aber spielerisch ist es super. Hallo Gojira. Kennst du Scum? Hast du das mal gespielt? Ich habe das hier schon ein paar Mal gespielt. Da habe ich so ein bisschen meinen Spaß dran verloren. Aber jetzt, wo ich mehr Zeit zum Spielen habe, kommt das auch noch mal wieder. Und dann schaue ich mal, ob ich da falsch lag oder was Phase ist. Hundewelpenspiel von damals. Wo man diese Kamera war, ne? Das war das, glaube ich. Darf ich interessiert fragen, als was du selbstständig bist? Freier Künstler ist das. Hundefriseur. So. Der Server wird heruntergefahren. Jetzt dauert es ein bisschen und dann können wir gleich wieder rein. Hallo, Rock. Spätestens full equipped kann Daisy auch sehr frustrierend sein. Das glaube ich. Das Hundewelpenspiel. Aber ist aber auch der Einzige, der das gesehen hat. Contraband Police. Das war auf jeden Fall lustig. Sally wird heruntergefahren. Sehr gute Videos von dir, schaue ich gern. Vielen Dank, Rock. Genre ist wirklich egal. Ey, wenn du nichts gegen Walking Simulator und ein bisschen Story hast, dann spiel Death Stranding. Das ist auf jeden Fall auf der Top 5 beste Spieler aller Zeiten für mich. Für leichte Kost würde ich Dredge empfehlen, ja? Gute Empfehlung. Stimmt. Oder sowas wie Limbo oder so, das sind so kurze Spiele, aber so richtig. Ich überlege gerade, was sind denn gute Spiele?
ich finde auch sowas wie ein Battlefield kann man empfehlen. Kommt ein bisschen drauf an, welches, aber so alles in allem sind die schon gut gemacht. Auch 2042 ist inzwischen ganz gut geworden. Ich spiele zum Beispiel auch sehr gern sowas wie SnowRunner oder MudRunner. Ich habe heute mit Expeditions angefangen, auch super. GTFO, ja, habe ich auch schon mal gespielt, aber kam ich ein bisschen schwer rein. Aber ist durchaus auf der Liste, aber weiter unten. Hab auch Bock auf Scum, aber ist gefühlt wie DayZ. Leere Welt, nur ein paar Zombies, müsste einige gute Mods für geben. Ja, da hast du recht. Wenn ich PC hätte, würde ich mir als erstes Baldur's Gate 3 holen, glaube ich, ja. Das lieben ja auch sehr viele Spieler. Ich komme damit nicht so klar. Days Gone, Mad Max, ja, auch sehr gute Spiele. Schauen wir mal. Helldivers 2. Ja, das hat so ein bisschen Spaß gemacht für die 5-6 Stunden und danach dachte ich dann so, ja. Ja. Ich finde zum Beispiel diese Sniper-Spiele ganz cool. Also die im Zweiten Weltkrieg. Gibt es ja auch schon 5 von oder irgendwie so, ne? Die haben immer Spaß gemacht, dann auch mit der X-Ray-Kamera und so. Wenn man rundenbasierte Strategie mag, dann erst Divinity Original Sin 1 und 2, ja. Scum ist jetzt 095, da hat sich was getan. Mal gucken. Mal gucken, Leute. Wir haben wie viele Streamtage? 5? In dieser Woche möglicherweise 6. Ich habe heute einen Key bekommen für einen Early Access Titel namens... Was ist denn jetzt los? Namens Reign of Guilds oder sowas? Hier geht gar nichts. Hallo? Warte mal, kann ich zuschlagen? Kann ich nicht. Oh, gut, dass ich das überprüft habe. Okay, wir warten noch mal kurz. Nicht, dass hier Feinde kommen. Ich finde mal ein neues Battlefield Bad Company geil. Ich fand die Story-Dialoge damals teilweise so witzig. Das stimmt, aber damit wird leider kein Geld mehr verdient, sind die der Meinung. Es muss alles Multiplayer oder Koop sein, ansonsten entwickelt keiner mehr irgendwas. Ja, es hängt leider. Und ansonsten, Goins, wenn du sowas wie Assassin's Creed oder so, damit machst du auch nichts falsch. Dauert halt ewig. Ich habe heute Horizon Forbidden West angefangen. Auch super. Sieht fantastisch aus, spielt sich gut. Keine Frage. Was ist denn jetzt los? Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals sagen würde, dass die Konsolenserver im Vergleich zum PC besser laufen. Passiert. Thomas, vielen Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft. Vielen herzlichen Dank, Thomas. Früher hatte ich einen miesen Rechner und gute Spiele und heute einen Top-Rechner und Kackspieler. Ja. Man muss sich so ein bisschen seine Favorites raussuchen. Das stimmt schon. Und schauen, was man gern spielen möchte und was einem zusagt. Aber ist auch ganz gut, dass nicht mehr so viele gute Spiele rauskommen, weil dann hat man mehr Zeit für die, die möglicherweise richtige Perlen sind. Man kann damit Zeit verbringen. Hallo Davut. Thomas, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Vielen herzlichen Dank. Schauen wir mal. Ich hoffe, der Server kriegt sich wieder ein bisschen ein. Wir werden mal schauen, dass wir weiterhin Richtung Westen laufen. Oh, nicht mal das geht. Was mache ich denn da? Nochmal neu verbinden? Wahrscheinlich, ne? Verlassen. Minus 2 Sekunden habe ich überlebt. Ah, verloren. Red Dead Redemption, ja, stimmt. Das mit den Mitgliedschaften funktioniert bei mir immer noch nicht. Ich habe keinerlei Anzeige dafür. Ich kenne mich da leider auch nicht aus, Mystery Hell. Ich schau mal eben. Also direkt unter dem Schriftzug vom Video, da steht DayZ Solo, steht Mitglied werden. Das steht bei mir. Mehr kann ich auch nicht sagen.
Und ansonsten gibt es Superchat mit dem Publikum interagieren. Umfrage starten. Könnt ihr das auch machen? Umfrage, eine Fragerunde starten. Was ist das denn? Hier, Leute. Ach, dafür muss ich mich jetzt erst anmelden. So, da sind wir wieder. Ja, ich kann den Server wechseln, ich weiß, aber das war jetzt gerade so passend, dass hier der Server Neustart war. Und jetzt geht's auch, Leute. Hier, da sind wir doch. Ja, zack, jetzt geht's wieder. Liegt hier wenigstens mal ein bisschen was rum. So, wir haben 29 Stimmen, 31 Stimmen. Wir schließen das Ganze gleich. Ich hoffe, dass das auch irgendwie geht. Ich habe zum ersten Mal jetzt entdeckt, dass das geht. Wenn man den Chat in OBS sieht, geht das nicht. Aber über den Browser geht's dann. Ohne Butter. Einfach nur das pure Produkt. Soll ich heute 24 Stunden streamen? Oh Gott. So lange bleibt doch auch keiner da. So, wir haben 69 Antworten mit Ja und 31% sagen Nein. Sehr schön, Leute. Das finde ich sehr vernünftig von euch. So, das heißt, das kann ich hier auch schließen. Also die Mehrheit mag Nutella. Ja, aber so eine Umfrage ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich mal irgendwie ein Spiel spiele, wo man links oder rechts gehen kann oder eben eine Wahl hat. Dann lasse ich euch das entscheiden. Man kann natürlich einfach sagen, eins im Chat für ja oder was, aber... So, jetzt können wir natürlich auch einmal hier... Das geht ja immer noch nicht. Das ist schlecht. Thunder, hallo! Habe ich viel verpasst? Nein. Maria 3 ist auch cool zu zocken. Ah, du meinst Mafia wahrscheinlich. Nutella mit Löffel. Aus so einem Kiloglas. Kurt, alles klar. Schön, dass du dabei warst. Wann gibt es eigentlich mal ein paar mehr Emojis für die Mitglieder? 4 ist ja echt immer ein bisschen wenig. Ja, gleich morgen. Gleich morgen gibt es mehr Emojis. Aber auch die 4 werden nicht genutzt, also das ist wahrscheinlich doch egal. Nudossi war besser. Hallo Träumebär. Ist das Wichtigste schon mal geklärt? Korrekt. Nudossi. Ja? Nudossi-Bär. Zu viel Nuss, okay. Hallo, Träumebär. Zu viel Nuss, mhm. Nee, ich kann nicht zum Gewehr wechseln, es hakt schon wieder. Es ist ja wirklich... Leute, wir wechseln den Server. Gucken wir mal. Server wechseln. Der Herr Baron braucht keine Emojis. Naja doch, guck mal da. Hier, die Zielscheibe haben wir. Eine Krone, Bang, Geldbündel.
Na, da können wir noch was machen. Der Baron braucht keine Emojis. Ich schätze euch halt so ein, dass ihr sagt, ey, so richtig bunte und viele Emojis sind halt eher sowas für Twitch. Aber gut, wenn ihr viele bunte Emojis haben wollt, kann ich machen. Ist nicht so schlimm. Nudossi. Und dann gibt es ja noch dieses Duo. Helle Schokocreme oder Haselnusscreme und dunkle. Kann man auch mal essen. Aber da schmeckt's. Da kann es ganz schnell schlecht schmecken. Ansonsten, wie gesagt, Leute, ich bleib dabei. Die Milka-Creme ist einfach die beste. Prost, Träume. Bier mit Nutella? Der Baron braucht auch keine Angel, dem fällt alles von alleine alles in den Schoß, hier Green Hell. Ja, korrekt. Fischfalle aufstellen, weggehen, Fisch drin. Angel, 15 Minuten, um eine zu bauen und dann nicht zu fangen. Nuspli, ah ja, da haben wir noch was. Ovomaltine-Aufstrich ist auch lecker. Hallo Lacker, mir geht's gut, wie geht's dir? So Leute, jetzt sind wir aber hier. Das ist der ultimative Test. Es geht immer noch nicht. Ich weiß, diese Neustarts dauern immer ein bisschen, aber das ist ja jetzt nochmal ein anderer Server. Das ist ja wirklich sehr schade. Der Kokosaufstrich vom Rewe ist auch sehr geil. Kenne ich nicht. Aber es gibt einen von Möwen. Ist das Möwenpick? Ich glaube schon. Den gibt es bei Edeka. So ein Möwenpick-Mandelaufstrich oder sowas. Oder weiße Schokolade oder so. After Eight. Ciao. Okay, wehren kann ich mich. Nutella ist besser, weil es mehr Schokolade hat. Ich glaube, Nutella hat mehr Nuss, ehrlich gesagt. Nutella hat sogar manchmal sowas Bitteres. Aber auch hier alles Geschmackssache natürlich. Du brauchst doch Platz im Inventar für den Gegenstand in der Hand. Wie? Aber hier ist doch Platz. Für das Ding hier, meinst du? Das wechselt dir doch automatisch dann dahin, oder nicht? Normalerweise mache ich das die ganze Zeit so mit dem Tauschen. Da kann auch was nicht stimmen. Da kann ja was tatsächlich nicht stimmen. Geil, Daisy. Einen verschlafenen Teddy für Träumebär. Giftspritze für Sterbehilfe, einen Echsenmenschen für einen Gorn, eine Wasserpfeife auf der Therapiecouch für mich, nur ein paar Anreize. Eieiei. Okay. Metella. Ein Kilo frisches Met im Glas. Mmm. So Leute, kommt, wir müssen ein bisschen was finden. Die Taschen sind zwar voll, und es geht soweit auch gut, aber wir wissen alle, das kann ganz schnell wechseln. Hallo Thomas. Kein Nutella. Flagge. Brauchen wir nicht. Noch eine Flagge. Zwei oder drei. Sporthemd.
Regenmantel. Nee, regnet nicht mehr. Ich sag gerade noch, nee, regnet nicht mehr. Und plötzlich regnet's, ne? Ich sollte auch einfach gar nichts mehr sagen. Uso-Emoji. Oh, gar nicht schlecht. Und für Archi. Ich weiß nicht, ob Archi hier noch dazukommt. Oh Gott. Aber der Archi feiert heute seinen 40. Geburtstag, Leute. Ich habe ihm vorhin geschrieben und er meinte, er kommt wohl noch vorbei im Stream. Fall um. Geh weg. So ist gut. Mit Runin wird's wohl nicht, Sully? Was? Mach das, Goins. Egal, was Ferrero auf den Markt wirft, es schmeckt eigentlich immer. Ja. Vielen Dank, Days. Ab 40 kommt man den Windeln wieder näher, als man weg ist. Ab 40? Tja, das können wir ihm ja gleich mal sagen. Hab ich gerade einen Zombie gehört? Nee. Nee. So, da kommt die nächste Hütte. Für Gorn ein Eingorn. Für Louis eine Lootkiste. Gabel. Ich frage nochmal so, dass man es versteht. Hast du einen Rise of the Ronin-Stream geplant, Sully? Was ich bisher gesehen habe, schaut langweilig aus. Nee, das gibt's auch nur auf der PlayStation, oder? Das gibt's auch gar nicht auf dem PC. Oder wie oder was? Aber was ich davon gesehen habe, war okay, aber also habe ich nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das ist konsolenexklusiv. Wisst ihr, wie die Lust, Tarkov zu spielen, in die hochsteigt? Nö, jetzt gerade nicht. Nö. So immer so 3 Monate oder so nach dem Wipe ist immer so ein bisschen, boah. Vielleicht einmal alle 2 Wochen mal gucken. Gucken mal, was ich morgen Abend spiele. Finde dieses Lego-Survival-Spiel gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. PlayStation 5 exklusiv, ja. Ja, dann werde ich es definitiv nicht spielen, weil ich keine PlayStation 5 habe. Aber ja, stimmt schon. Das war jetzt nichts Besonderes, was da war. Ich glaube, spielerisch kann das ein bisschen was, aber grafisch sah das ja wirklich schwierig aus. Für Lachflash einen lachenden Blitz, für Spezi eine Zwangsjacke. Schade, dass der nämlich nicht mehr kommt.
Für HB ein Hyper Hyper, für Sascha ein Schnitzel mit Knarre, so viele Ideen. Ja. So viel Arbeit dahinter. Die ersten Wochen Tarkov sind die besten, habe auch 3 Wochen nicht mehr gezockt. Ja. Ja. Ich glaube, die sollten sich ranmachen, das langsam mal fertigzustellen. Weil sonst ist es schneller vorbei, als sie gucken können, glaube ich. Archetyp, happy birthday to you. Archie, alles Gute nochmal zum 40. Geburtstag. Ab jetzt, was hat Matze gerade gesagt? Kommst du den Windeln näher, als du weg bist? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, Archie. Du hast schön gefeiert und Kuchen gegessen und was nicht noch alles. Hallo Peter Pan. So, wir schauen mal eben. Ich hätte ganz gern diese Axt anstelle des Beils. Denn das hier ist makellos. Was haben wir hier? Ja, da kriegen wir ein bisschen was raus. Komm, hau den Käse mal weg hier. Das müsste doch schon reichen hier, oder? Immer noch nicht. Ach ja, so ein einfach alles stacken, was man schon hat. Funktionen. So, Leute, jetzt haben wir es. Ha! Sehr gut. Damit kann ich was anfangen. Muss ich den Kuchen abholen? Hallo, Wobra Tetris Bagger, so kann man es auch nennen. Okay. Sympathisch. Hallo, Kellerdampfer. Wo macht man denn Emojis? Na, ich muss die in Photoshop erstellen und dann da hochladen. In der richtigen Größe und dann... Dann kann man die anwenden. Das ist auch begrenzt. Ich glaube, es sind maximal 7 oder so. Irgendwie sowas. Und ab einer gewissen Mitgliederzahl oder so werden das dann mehr. Irgendwie so ist das geregelt. Kommt der jetzt noch? Ja. Guten Abend, hallo. Oh, der hat eine Stirnlampe. Schaut mal. Sollen wir mal schauen? Makellos? Makellos. Ist allerdings ein rotes Licht. Was aber nicht verkehrt ist, dann wird man nicht so schnell gesehen, bin ich der Meinung. Hier, mir ist vorhin empfohlen worden, die Dinger können wir raushauen. Wir haben alles da. Es ist ein 4er. Nehmen wir mal eben mit. Wir haben zwar eine Stirnlampe. Aber ich denke, das kann nicht schaden. Vielen Dank an alle. Ich hatte einen traumhaften Tag im Büro und war danach lecker essen. Jetzt schließe ich den Tag noch mit meinem Lieblings-YouTuber ab. Ach so, guckst du den gleich noch? Was kann es Schöneres geben? Sehr schön. Hallo Patrick. Ach Archi, 40 Jahre. Und bald sehen wir uns zwei vielleicht zum ersten Mal. Träumebär, vielen herzlichen Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft. Diese geht an Dominik Lima. Möglicherweise aus Peru. Was haben wir hier? Da ist das Magazin, das ist demoliert. Die brauche ich eh nicht. Willkommen im Club der 40er. Tja. Naja, come on, 40 ist nicht so schlimm. Ist das ein gutes Gebiet? Oh, warte mal, meine... Uhr können wir mal schön tauschen hier. Zack. Es gibt nichts Schlimmeres als nasse Füße. Das ist leider beschädigt. Ich denke, das wäre Quatsch. Dass ich das in meinem Alter noch erleben darf. Korrekt. Warum warst du denn am Geburtstag arbeiten? Gute Frage. Da hätte ich aber freigenommen. Erst recht dann, wenn man einen Runden feiert. Ja, denke ich auch. Wobei das auch durchaus schön sein kann, ne? Wenn man so... bei den Kollegen ist, wenn man die mag.
vielleicht doch nicht. Stefan, vielen herzlichen Dank für 10 verschenkte Mitgliedschaften. Ich danke dir vielmals, Stefan. Vielen herzlichen Dank. 60 ist das neue 40. Hallo Wolfsliebender. Das könnte stimmen. Das wird Archie dann in 20 Jahren herausfinden. 20 Jahre. Sally und Archie bald ein Date in einem freien Restaurant. Feinen Restaurant am Alexanderplatz. Nee, für einen Podcast. Machen wir den ersten Podcast, die erste Podcastaufnahme im gleichen Raum. Wieso bekommt Sascha einen Schnitzel und eine Knarre? Die möchte ich auch. Ja, dann kriegst du ja auch eine Knarre und einen Schnitzel. Wie auch immer das auf so ein ganz kleines Bild passt. Oder einfach eine Pistole, ein Schnitzel in Pistolenform. Vielleicht reicht das ja auch schon. Geht schnell 20 Jahre. Ja, da sagst du was. Wurde mal Zeit, habe auch schon ein paar geschenkt bekommen. Ah, das freut mich. Im Juni werde ich 60. Oh, das ist ja auch gleich. Sehr schön. Kommt eigentlich wieder alles doppelt hier von den Dingern? Ich bin ganz gerne im Büro, also in Maßen. Und es war ja schon ein langes Wochenende. Ah ja. Na, dann ist doch gut. Oh, da oben haben wir was. Das ist eine ganz nette Gegend hier, bin ich ganz gern. Was steht da? Wer kann es lesen? Dieses umgedrehte N ist ein I. Ach, ich weiß es nicht. Ich sag's, wie es ist, ich weiß es nicht. Aber da vorne haben wir eine kleine Hütte auf jeden Fall. Kellerdampfer, vielen herzlichen Dank fürs Abo. Herzlich willkommen. Montag werde ich 53. Grün ist schon 53, aber auch schon, ne? 53, wenn ich denke an die Leute, die ich kenne, die 50 sind. Das ist, also als ich 12 war und jemand hat gesagt, der ist 50, dachte ich so, oh, sehr, sehr alt. Aber jetzt so mit Ende 30 denke ich, naja, geht so. Was haben wir denn hier? Leichte Wanderschuhe, die sind mir zu leicht. Dolina, ein besserer Trampelpfad. Hallo Skankrand. Was höre ich da? Hallo? Ist there anybody? Ah, aber ist doch schön hier irgendwie. Was haben wir hier? Die Tür. Die Tür von Olga. Werde im Juni 28. Ach, schön ist es. 28. Ab 40 ist man einfach über der Hälfte. Boah, kommt drauf an, wie man lebt. Death Penalty. Nächstes Jahr kommt auch die 40 vorbei. Bei dir? Oh, guten Tag. Ganz kurz, ich bin neu in der Nachbarschaft. Wo haben Sie Ihre Jacke her? Das war der starke Schlag. Altes Dorf oder Ortschaft, beides wird gängige Namen für Ortschaften. Bei der Fläche Russlands gehen die Namen schnell mal aus für Orte. Aber ist das nicht in Tschechien hier? Und ich weiß, dass das nicht tschechisch ist, aber ist das von der Landschaft her nicht Tschechien? Desinfiziert sind die alle. Ach, die sind alle in Ordnung. Ich dachte, hier wären noch Feuchte dabei. Nö. Ach, wir haben ja sehr viele Verbände dabei. Nee, Russland. Ah, okay. Leichte Wanderschuhe. Was ist das hier? Wir haben schon einen Dosenöffner, der ist abgenutzt. Dann nehmen wir doch lieber den neuen. Kann sich der Nächste, der hierher kommt, damit rumschlagen. Ja, weitere Munition dafür.
können ja mal eben schauen, ob wir irgendwie ein bisschen was stacken können. Das ist mir alles ein bisschen zu durcheinander. Hier, das ist diese hier. Sehr schön. Das geht schon mal. 308er. Ja, so klappt es auch mit dem Nachbarn, oder? Hier schön sortieren. Also allgemein läuft es ruhig ab bei dein Daisy, oder Sully? Ja, wie läuft es denn sonst ab? Ist ja normalerweise die Hölle los. Also ich laufe ja nun schon frei auf den Straßen und so. Nein. Am Anfang hatten wir zwei Spielerkills. Kommst du noch? Komm her. Rare. Sehr gut. Müssen mal was essen. Tschechien benutzt. Ja, deshalb meinte ich ja. Mir ist schon klar, dass die Schrift nicht tschechisch ist, aber. Mir war so, als wäre die Landschaft und der Ort, also so wie das hier aussieht, Tschechien. Schraubenschlüssel brauche ich nicht. M7, sehr schön für den Revolver. Da macht sich das Fechttraining bezahlt. Ganz recht, ich habe nichts verlernt. So, hier haben wir ein Polizeirevier. Wir schauen mal eben, komm mal her, Kollege. Nur du aber, nur du. Ruhig, ruhig. Einer darf ruhig noch herkommen, aber nicht beide. In welchem Land würdet ihr euren Lebensabend verbringen? Ich frage für einen Freund. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich so eine schöne kleine Ortschaft irgendwo in Kalifornien nehmen. Schnell hier. Boah, ich komme hier gar nicht mehr zur Ruhe. Ich habe eine Schnittwunde. Ach, der ist da oben drauf. Perfekt. Mal schnell. Der steht auf dem Dach. Kanada. Liebe Grüße aus Cuxhaven. Alles fit soweit? Virus-Killer. Absolut. Wie sieht's denn bei dir aus? Norwegen. Auch schön. Tadschikistan oder Tschad. Neuseeland, Australien, Amerika. Nur niemals hier. Slowenien. Ja, auch schön. Bestens, sehr schön, das freut mich. So ist das nur noch der Typ da oben drauf? Wie er da steht. Aber wir gehen schon mal hin, oder? Nee, warte mal, wir essen erstmal was. Gib mal die kleinen Sachen hier. Essen. Ach komm, ich trinke mal einen Schluck. Ungarn. Das mit der Abwehrhaltung in DayZ ist dir bekannt, Sally? Das mache ich doch die ganze Zeit. DayZ, was ist denn da los? Was ist denn da los? Zeig mal her, haben wir irgendwie noch was Kleines zu essen, was so weg kann? Nee, ne? Alles nur so. Große Dosen, was ist das? Das ist doch Bier. Quass. Oh.
eine Pflaume. Die essen wir. Noch was Tolles? Nee. Zieht direkt raus. Hier auch nicht, ne? Hier ist doch nochmal, genau. Oh, hier ist aber einiges los. Ich glaube sogar im Gebäude. Ich weiß nicht, ob das nur der eine Typ ist. Bin ja ganz froh, dass sie keine Türen öffnen können. Solltest du nicht vielleicht langsam anfangen, Russisch zu lernen bei den vielen Tarkov, Stalker und DayZ-Sessions? Ja, wenn das so einfach wäre, hätte ich es wahrscheinlich schon längst gemacht, aber die 2 Stunden bei Frau Ballentin, damals als Vertretung, müssen leider reichen. So, wo ist er denn? Hallo. Komm mal her. Das war der fairste Kampf aller Zeiten. Sehr schön. Bin nebenbei am Sketchen. Florida. Na, Stürme ab und zu, aber ansonsten immer warm. Breite Straßen. Oh. Das war eine Explosion in der Ferne. War gefühlt ein bisschen leiser als diese Gasexplosion. Sie ist down. Handschellen. Wir trinken was. Hallo, Nachdenken. Nachdenken, du hast hier echt gefehlt. Immer wenn ich den Sound bei Green Hell höre, wie er isst, bekomme ich Hunger. Ja, die Sounds bei Green Hell, die sind schon echt, also da haben die echt ganze Arbeit geleistet. Mir geht das auch bei Tarkov so, wenn man so lootet, habe ich immer Lust in so einem Werkzeugkasten zu wühlen irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das hat so, das löst irgendwas aus, dass man kramen will. Bin jetzt auch im Zeugenschutzprogramm, yeah. Ja, sehr schön, vielen Dank. Zeugenschutzprogramm. Super. Oh, 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 oh. Das war nah dran. Nein, nein, hau mal ab. Ein bisschen zurückziehen. Hier unten war Wasser, oder? Definitiv ein Schuss so aus der Richtung. Nicht sonderlich weit weg, würde ich sagen. War aber, glaube ich, diese Sporterwaffe.
Da liegt einer. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht zu sehr zeige. Da ist ein Zombie. Also den da habe ich nicht erledigt. Und wir haben einen Schuss gehört. Möglicherweise ist er da drüben. Nudossi ist geil, aber wo kommt das denn jetzt her? In der Sie kannst du Milchpulver fressen und das klingt knusprig. Habe ich sogar dabei. Machst du irgendwann einen Scum-Stream? Ja. Mache ich. Wirst du Dragon's Dogma 2 nochmal spielen? Nein. Kann man DayZ mit ohne PvP spielen? Ich glaube nur auf gemoddeten Servern. Habe ich doch vorhin gerade erst gelesen irgendwo, ne? Nach einer Sporter, ja, bin ich auch der Meinung. Für die MK2, ist die so laut noch? Ich weiß schon, was du meinst. Die klingt halt auch eher wie so ein kleiner Böller. Ich habe den Schuss nicht gehört. Da, 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 da. Wenn da wirklich einer geschossen hat, sind die Zombies jetzt zu ihm unterwegs. Ja, was natürlich sein könnte, dass es tatsächlich Geschalldämpfer war, weil hier ist einer, der reagiert nicht. Ich bin der Meinung, das war entweder hier oder weit oben. Stellt sich die Frage, warum sollte da oben einer schießen? Aber ja, so ganz passt das alles nicht zusammen. Aber ich habe einen Schuss gehört. Ich weiß nicht. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Schau mal, ich hoffe ja immer, dass ich hier oben so ein bisschen so hinter der ersten Baumreihe bin und dann hockt da einer, der einfach nur so ein bisschen beobachtet. DayZ Singleplayer Mod gibt es ja, fantastisch. Darüber habe ich gerade gestern gesprochen, ne? Was gibt es? Ja, wobei, also PvP finde ich jetzt nicht so super dramatisch hier, ehrlich gesagt. Das gehört halt da oben, er ist oben drauf. Polizeirevier, der ärgert sich jetzt. Den beobachten wir jetzt ein bisschen. Ja, das wird direkt hier vorne gewesen sein. Der wird den hier von hier drüben irgendwie erledigt haben oder so und jetzt ist er da rein. Glücklicherweise bin ich da nicht mehr. Das hätte auch schief gehen können. Entweder kommt er gleich hier raus oder auf der anderen Seite, weil der wird ja in diese Richtung unterwegs sein. Ah, das liebe ich so. Aus der Ferne beobachten, was passiert. Sich dann fragen, greife ich ein oder nicht. Das kann DayZ besser als kein anderes. Du musst natürlich nicht darauf antworten. Bist du verheiratet und hast du Kinder? Ich bin verheiratet, ich habe keine Kinder, ich habe zwei Hunde. Da die Zombies nicht getriggert wurden, okay. Komm, ich will schauen. Ach so, die Zombie-Leichen verschwinden so schnell, ja. Das ist wahrscheinlich auch eine Performance-Sache. Also ein Scope. Ich hätte gern so ein richtig schönes Gewehr mit einem Scope, wo man so ein bisschen so aus der Ferne ein bisschen ausspähen kann und wenn einer ruhig hält, dann auch abdrücken kann. Weil mit dem Gewehr so, ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee. Gut, am Ende des Tages kann ich jetzt im Grunde auch einfach weiterziehen. Ich werde den nicht jagen. Wir gehen mal so ein bisschen dahin. Ich denke, der ist keine Gefahr. Der auch nicht. Wir hauen ab. Bin auch verheiratet und habe zwei Kinder, Tochter 14, Sohn 24 Jahre alt. Sind ja schon einer schon ausgezogen wahrscheinlich. Jägercamp? Wo finde ich das denn, Straußi? Ziehen wir so ein bisschen hier rüber. Richtung Westen. Ja, das ist ja dann hier grob schon richtig.
Du hast eine ganz klare Nutella-Community. Ja, etwa 70% stehen auf Nutella, ja. Das hat ja die Umfrage gezeigt. Gucken wir mal, ob wir hier so ein Jägercamp finden. Nicht, dass der mir jetzt doch hinterherkommt, ne? Stellt euch mal vor, der hat noch gesehen, wie ich den Berg hochgelaufen bin. Schon wieder Server-Neustart. Wäre noch schöner. Sohn ist ausgezogen und wohnt in Dortmund. In Dortmund war ich auch noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, das ist so rein aus touristischer Sicht nicht so interessant, Dortmund wahrscheinlich. Ich mag Nutella, aber es ist mir zu süß. Aber wenn ich einmal dran bin, könnte ich das Glas auslöffeln. Ja, ich merke das auch bei Kaufland. Wenn Nutella im Angebot ist, ne? So ein Kiloglas. Ey, das dauert keine 2 Stunden. Dann ist das weg, alles. Das kaufen die Leute wie verrückt. Und das hält sich ja auch ewig. Das ist inzwischen, glaube ich, beliebter als, weiß ich nicht, Öl oder Brot oder so. Lieber Nutella als nur Brot. Hallo Udo. Dosenbier? Nutella oder Nudossi? Dosenbier. Ja, das könnte hier doch so ein schönes Jagdgebiet sein. Macadamia-Creme ist krass, aber leider sehr teuer. Ja, das stimmt. Bei Jobofferten inzwischen sogar Pflicht, die Stelle für MWD auszuschreiben. Ja, schon eine Weile, ne? Ja. Da. Das stört jetzt auch nicht so ein Buchstabe mehr da, oder? Bier bei Kaufland ist lecker. Die Frage ist doch, Nutella mit oder ohne Butter? Ich mag mit Salzbutter. Udo, willkommen im Team Salzbutter. Sehr schön. Endlich mal eine vernünftige Aussage zum Thema Nutella hier. Salzige Butter und dann Nutella oder eben Milka, die bessere Schokocreme. Fantastisch. Auf Udo ist Verlass, Leute. Da drüben haben wir da ein Haus. Es gibt Leute, die essen Streichwurstbrot mit Butter. Also so Leberwurst und so. Ja, stimmt. Oh, ja, nee, jetzt wo du sagst. Jetzt schmecke ich es gerade, wo du sagst. So, wir haben Hochsitz. Wir haben so eine Hütte. Das könnte original der Ort sein, wo wir auf dem anderen Server waren. Nur ohne Butter? Wobra, was ist denn jetzt los? Laugenbrötchen. Ja, da ist die richtige Kombi versteckt. Honig im Angebot, auch gut. Mit Salami? Was ist denn jetzt los? Archi, sehr gut. Durch die Aussage wünsche ich dir weiterhin einen schönen 40. Sonst wäre das alles zunichte gewesen. Ihr müsst mal eine Scheibe Brot mit gesalzener Butter und Bananenscheiben. Oh, yes. Ja. Jetzt kommen wir den guten Sachen näher, Leute. Ich hoffe, niemand von euch isst Nutella mit Käse. Leberwursttorte. Nutella mit Salami, ey, das ist... Hallo Karatza. Auf Leberwurst gehört auf jeden Fall Senf. Okay, jetzt wird's pervers.
Apfelkuchen mit Mayo, werft jetzt einfach irgendwelche Begriffe durcheinander. Ja, Mikrowelle mit Öl. Erdbeermarmelade mit Käse. Ich versteh's nicht. Ketchup. Einfach nur Ketchup. So, gib mal ein bisschen was hier. Wir müssen das Lager auffüllen. Fleischklopfer. Mir ist mal im Kino ein M&M in die Nacho-Soße gefallen. War erstaunlich lecker. Mir ist mal im Kino ein M&M in die Nacho-Soße gefallen. Du weißt schon, dass du das dann nicht essen musst. Du hast es aber gegessen. Du hast es in Kauf genommen, dass es möglicherweise nicht schmeckt. Oh, da haben wir es wieder. Das war aber ein Stückchen weiter weg. Wir warten mal kurz ab, ob wir noch ein bisschen was hören. Eisbeinfleisch mit Nougat? Gott, Leute, ey. Ich habe mal Sprudelwasser mit Milch getrunken. Das war so ekelhaft. Ja, genau, die ganze Tüte. Ey, genau, es ist zur Theke gegangen und gesagt, ich nehme M&Ms und einfach nur eine Schale Nacho-Soße. Dann ist passiert, was passieren musste. Es fiel ineinander. Und glücklicherweise war er gerade allein im Kino. Er hat sich Der Teufel trägt Prada angeschaut. Da hat M&Ms in Nacho-Soße gegessen. Mmh. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall ein Schuss. Könnte durchaus sein, dass der Typ... Ah, wir laufen gut hier. Dass der Typ wieder zurückkommt oder hinterherkommt, besser gesagt. Kaffee aber statt mit Milch müsst ihr, nehme ich mal an, Mayonnaise reinmachen. Kein Witz, das kann man echt trinken. Ganz kurz, mach mal die Nacho-Soße hier rein. Keto-Ernährung. Keto ist gar keine Kohlenhydrate, ne? War das nicht so? Warte mal, kann der Schuss auch von hier gekommen sein? Nee, ne? Ich würde sagen, der kam von da hinten. Aber ich habe da noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Könnte durchaus sein, dass das hier hinter war. Nee. Wenn hier keine Zombies sind, schaue ich mich hier kurz mal um und dann... Vielleicht kommt ja noch jemand. Als Star Wars, Krieg der Sterne, ins Kino kam, Ende der 70er, hat neben mir einer Chips gegessen. Den musste ich bewusstlos machen. Bewusstlos machen. Auch gut. Leon, der Profi. Big Bong Therapy, Mitglied seit 3 Monaten. Vielen herzlichen Dank, Big Bong Therapy. Ich weiß das sehr zu schätzen. Muss ich aber hier irgendwas droppen? Ah, es sind so viele gute Sachen dabei. Hier, guck mal, so ein Seil zum Beispiel, ne? Das kann definitiv raus. Und das Gute ist, das Gute daran ist das Gute darin. Bisschen Hundefutter. Ah, das füllt gleich wieder auf. Sehr schön. Das muss reichen. Wie, und jetzt kann er das wieder nicht einpacken. Ich glaube, der kann das einfach nicht quer automatisch einpacken, ehrlich gesagt. Machen Butter in den Kaffee. Also seit diesem genannten Vorfall habe ich leider nie wieder die Kombi gegessen, aber jetzt mit 40 lasse ich es krachen. Death Penalty, vielen Dank für die Mitgliedschaft, herzlich willkommen im Zeugenschutzprogramm. Wir unterstützen dich, vielen Dank.
Mir ist mal aus Versehen eine Frikadelle in einen Fruchtjoghurt gefallen. Hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Oh, 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 schaut mal hier. Okay, hier ist er definitiv nicht. Hier wird doch der Schuss nicht gewesen sein. Frikadelle. Das Gute daran ist das Gute darin, Erasco. Ja, ich glaube schon, ja. Das Gute daran ist das Gute darin. So wie Backen ist Liebe, Sanella ist Backen. Auch großartig. Okay. Ein Willkommen-Emoji kommt auch. Aldi. Genau, Aldi versehen hier. Ja, ich habe versehentlich mal irgendwie... Ja, ja, genau. Ja, absolut. Jetzt, wo du es sagst, Stefan, stimmt. Aber aus Versehen mal Gummibärchen mitgebraten. Die ganze Tüte irgendwie. War aber ganz lecker. Pommes in den Vanilleshake dippen kommt auch gut. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Das, hat jemand von euch mal so ein Glas Cola mit so einer Eiskugel drin gegessen? Mit so einer Vanilleeiskugel? Das kann man durchaus mal machen. Das Gefühl, ich werde hier verfolgt, ehrlich gesagt. Rich Rowe, vielen Dank für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Ich danke dir und hallo. Vielen Dank, Rich Rowe. Melone mit Pfeffer? What? Dieser ist der Wichtigste. Hallo Rich Rowe, vielen Dank. Butterbrot mit Salami, Zwiebeln und Honig. Leider geil. Gummibärchen nur im Sekt. Oh ja, aber so Gummibärchen in einem Getränk und dann unten diese vollgesogenen Gummibärchen. Kann man nicht anders sagen. Kalte Pizza vom Vortag, auch nicht schlecht. Pommes im Milchshake klingt nach Herzinfarkt. Das ist auf jeden Fall Amerika. Da gibt es ja auch diese Heart Attack Burger-Läden, wo du dann 10 Burger-Patties in einem Burger hast und so. Und bevor du reingehst, musst du dann so einen Patientenkittel anziehen und alle sind angezogen wie Ärzte und Krankenschwestern und so. Amerika, Leute, Amerika. Ich bleib beim Dosenbier. Ja, auf keinen Fall. Gulasch vom Vor... Ja, überhaupt so Eintopfzeug und sowas, was so lange zieht. Auch Chili und so. Super. Frische Brötchen mit Butter und darauf frisches Schweinemett. Mit Butter? Frittierte Snickers mit Vanillesoße habe ich auch mal gegessen. Das war echt zu viel. Versehentlich, ne? Ja, es sind Snickers mit der Vanillesoße in die Fritteuse. Ah, blöd. Und dann hast du so gewartet und hast währenddessen so M&M's mit Nacho-Soße gegessen. Gulasch oder Rouladen nochmal aufgewärmt. Ja, auch so ein Zeug. Ja, stimmt. Dosenbier wird gerade vernichtet. Aber nicht alles auf einmal, sonst müsst ihr morgen einkaufen gehen. Oh, was haben wir denn da? Was ist das denn? Ein Kompass. Warte mal, ist der... Der ist beschädigt... Hat der nur einen Slot? Nee, auch 2. Dann macht es, glaube ich, keinen Unterschied. Der ist demoliert. Das ist, glaube ich, egal. Ein bisschen Sorge, dass hier der Typ gleich auftaucht. Ich finde es gerade so lustig, einfach nur zuhören, wie du den Chat vorliest. Ja, naja, DayZ ist halt teilweise tatsächlich nur rumlaufen und... Da hat man halt tatsächlich die Zeit, ne? Gibt Spiele, da hat man nicht so die Zeit, um irgendwas vorzulesen oder so, aber... Da oben haben wir eine kleine Ortschaft. Ich weiß leider immer noch nicht, wie diese Jägercamps aussehen. Also, wenn das jemand von euch genauer weiß. Das ist einfach nur kleine Hütten mitten in der Wildnis. Schaut mal da oben. Hab Vorrat. Ah, okay, sehr gut. Das liest sich hier, als ob nur schwangere Frauen im Chat wären. Ja, so ein bisschen. Aber aus Versehen natürlich. Alles aus Versehen. Wenn sie versehentlich irgendwas gegessen haben. Ja, Tonechi, genau so.
So, ja, Nikotinnote, nicht schlecht. Lauter kleine Hütten, ah, okay. Jetzt muss mal dieses Scope her, ich sehe nie die, die da schießen, ich sehe die auch nicht. Wäre natürlich nicht verkehrt, ne? Wenn wir jetzt so ein schönes Scope finden würden. Wie gesagt, das fühlt sich so an, als ob mir jemand hinterherläuft. Ich weiß nicht warum. Manchmal hat man ja so ein bisschen so ein Gefühl. Aber wie gesagt, mich würde es nicht stören. Wenn ich jetzt draufgehen würde, wäre natürlich schade, aber irgendwie freue ich mich auch, wieder bei Null anzufangen. Weil desto größer ist natürlich die Chance, irgendwas zu finden, was man gebrauchen kann. Wenn man nämlich nichts hat, ist das besser, als wenn man die Taschen voll hat, natürlich. Hallo, Herr Krautwolf. Apropos Eintopf. Ich hatte letztens eine wahre Erleuchtung. Eintopf heißt Eintopf, weil man zur Zubereitung nur einen Topf benötigt. War mir vorher echt nicht bewusst. Also war mir, glaube ich, so auch nicht bewusst, aber ich habe mir die Frage auch nie gestellt. Aber ja, macht durchaus Sinn, ne? Oh, es regnet mal wieder. Oh, der Nachbar ist draußen. Der guckt, ob die Hecke geschnitten ist. Meistens den Nebenstraßen folgen. Das heißt also eher so Richtung, so am Waldrand oder wie? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das hier schon mal gesehen hätte. So irgendwie kleine Hütten. Wie gesagt, so ein Touri-Spot wäre nochmal ganz cool. So eine Wanderkarte irgendwie an so einem Wanderweg. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Ja, das ist ja hier schon mal die richtige Richtung. Heißen dann alle Gerichte, wofür man zwei Töpfe benötigt, zwei Topf? Ja. Absolut. Zeig mal das Ortsschild. Lass uns mal schauen, wo das hier ist. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Wochenende war mal wieder zu schnell vorbei. Aber langes Wochenende. Zwieback heißt Zwieback, weil es zweimal gebacken wurde. Ja, das macht durchaus Sinn. Da vorne ist ein Ortsschild. Das ist der Ort, den wir suchen. Jetzt wird's gruselig. Ich beziehe mich mal kurz hier rein. Oh. Junge, Junge, Junge. Zeig mal her hier. Also Westen wäre da. Es gibt einen Schalldämpfer Craft Rezept. Mit einer Flasche, ja. Aber halt leider nicht für jede Waffe, ne? Erdnussflips in Eis, das klingt ganz gut. Daisy Map online regelt. Auf dem Ortsschild stand Bielefeld. Stellt euch das mal vor. So Bielefeld? Aber so richtig, so eine richtige 1:1 Kopie von Bielefeld. Mitten in Daisy. Jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen. Das wäre ja was. Das sah auch so aus. Oh, ich war noch nie in Bielefeld, kann ich nicht beurteilen.
Hier, jetzt. Jetzt wechselt das Licht hier. Das ist kein Filter, den ich aktiviert habe. Ach, das sollen Blitze sein. Nochmal bitte zeigen. Trorobo oder so. Ah, das sieht schon gut aus. Boah. So, jetzt hier. Ich bleibe jetzt stehen. Wenn ich jetzt erschossen werde, ne? Dann respawn ich halt. Googlovo. Träume, wer, was ist denn jetzt los? Ein Blitz. Himmelskirchen. Ich glaube jetzt weiter, ne? Du musst Richtung beziehungsweise ganz genau Nordwesten. Vielen Dank, Straußi. Ganz genau. Das ist ja dann wohl Nordwesten. Ich werde am Wochenende mal wieder schön Hacke-Peter machen. Anwesende Peter natürlich ausgenommen. Da kommt der Nähe hin. Vielen Dank, Straußi. Danke für deine Mühe. Gucken wir mal. Und dann finde ich hoffentlich einen Scope oder im Idealfall ein Gewehr mit Scope schon dran. Denn nicht jedes Scope passt auf jede Waffe, nehme ich mal an. Aber erstmal schauen wir, was hier oben liegt. Denn da habe ich schon gesehen, da liegt irgendwas. Seosch zockt. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Abo. Oh, schaut mal hier, eine Feldflasche. Sehr cool, dass man die am Gürtel hat. Super. Das liebe ich ja so, ne? Boah, das ist... Ey, Atmosphäre haben die hier halt echt drauf. Hallo, Chewington! Jetzt muss ich mal kurz schauen hier. Perfekt. Da sollte eine Scheune kommen. Okay, wir schauen mal. Der Herr Baron trinkt nur frisches Quellwasser. Korrekt. Schaut mal, der Regen, der geht nach oben. Aber wahrscheinlich seht ihr das gar nicht. Wenn man auf die Wolken oben schaut. Hallo King Kong. Wo wir schon bei Scum waren. Und immer ab und zu auf den Kompass schauen. Oder Haus. Also da haben wir so eine Hütte. Da ist ein Haus. Wenn ich jetzt auf den Kompass schaue, ist das aber eher Norden. Ja, das ist das Ding da. Hier ist der Weg. Da haben wir... die Scheune. Habe ich was verpasst? Auf keinen Fall. Es ging nur um Scum. Ob ich jemals nochmal Scum spielen würde? Komm, 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 rein mit dir. Ah. Und hier kann man nicht... Doch, da liegt was. Das ist nur ein Beil, da muss ich nicht rübergehen. Ja, würde ich. Wahrscheinlich schon. Einfach um zu schauen, ob ich da wirklich mich getäuscht habe oder ob da wirklich nicht so viel los ist.
Ich glaube, das ist ganz richtig hier, ne? Was Straußi sagt. Genau Richtung Westen. Ah, okay, warte mal. Okay. Grünkohl ist Grünkohl und Wizzling Wizzling. Das ist ein neuer T-Shirt-Spruch. Und drunter steht noch Basta. Blaukraut bleibt Blaukraut. Tiefsinniges Zeugs. Naja, also, wenn man zum Quatschreden irgendwo hinkommen kann, dann ja wohl hierher. Autoaufkleber fürs Fahrrad. Ich bin derzeit bereit, wenn du wieder mal Antibiotika brauchst. Wenn sich ein bisschen was getan hat in Scum. So. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hier tatsächlich finde. Es regnet aber wirklich aus Eimern. Krautkunde. Oh, ist das ein Wetter, ey. Da wird einem richtig kalt, wenn man das so hört und sieht. Hast du schon einmal VR gestreamt? Und wenn nein, wird es das in der nahen Zukunft geben? Habe ich noch nicht gestreamt, ich habe kein VR-Headset, ich habe keine Pläne, das demnächst zu kaufen. Und ich glaube, VR-Stream kommt doch nicht so gut, oder? Oder irre ich mich da? Ich finde, VR ist halt aktuell so ein Party-Gag irgendwie so. Das setzt man auf und sagt man, oh, wie krass, aber so richtig so lange zocken will ich irgendwie nicht, glaube ich. Ist das hier ein Jägercamp? Guten Tag, der Herr. Oh. Zack. Die Batterie nehmen wir noch mit. Das Ding ist durch, ne? Wir haben aber noch ein Messer da. Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Wo ist es denn jetzt? Da ist es. Du hast dein Ziel erreicht. Vielen Dank, Strauß. Ja, cool. Ja, das hätte ich so tatsächlich nicht einfach mal so eben gefunden. Die Dinger hier. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Mal auf hier, die Bude. VR für alle ohne Motion Sickness. Ja, Motion Sickness ist halt schon echt heftig da. Hau doch nicht immer auf die Lippe. Udo, der hat laut Chips gegessen, als Star Wars rauskam. Was soll ich machen? Du hast mir das beigebracht. Daunenjacke. Waffenpflegeset, Jägerjacke. 42er. Das ist durchnässt und demoliert. Das ist nur demoliert. Macht das Sinn, das hier zu benutzen? Nö, scheinbar. Jägerbarken sind weiter weg aufwärts. Die Dinger hier wahrscheinlich. Okay, vergessen. So, was gibt es bei euch für Hopfenblütentee? Sehr schön. Aber ich schaue mich erstmal hier oben, Straußi. Oh, hier sind aber einige Zombies.
haben wir hier? Chlortabletten, ja. Auch nicht so super nötig jetzt gerade. Hier sind ja wirklich einige kleine Hütten, das ist ja super. Ist die besser? Ne, die ist auch demoliert, ne? Das sieht man ja an dem Grün. Dann nehme ich die hier mal, würde ich sagen. Abgenutzt ist okay, aber die ist jetzt, glaube ich, auch schon langsam durch hier. Demoliert, ja. Dann machen wir das mal so. Ziehen die an. Und hauen das alles da mal rein. So, und hier machen wir mal Kompass auf die 3. Sehr schön. Oho, da haben wir es ja. Jetzt bleibt die Frage, passt das auf irgendeins dieser Dinger? Darauf schon mal nicht und hier wahrscheinlich auch nicht. Schade, aber wir haben es. Okay, wir müssen ein bisschen was essen. Rotwein aus dem Tetrapack, das ist mal Stil. Was ist das denn hier eigentlich? Klassische Waffel, die essen wir. Kein Bier-Shaming hier. Mosin und SKS, oh, da sagst du was, das hätte ich gern. Kannst du es alleine als Fernrohr benutzen? Ey, das ist eine gute Frage. Das bezweifle ich. Das ist ja unfassbar. Ey, das hilft ja schon mal ungemein. Stefan, was ist denn jetzt los? Okay, gegen den muss ich wohl ankämpfen. Komm mal rein. So, der ist down. Was haben wir hier? Noch mehr Streichhölzer. Können wir die denn stacken? Wahrscheinlich nicht, ne? Slugs. Streichhölzer beschädigt. Pack die mal aus. Ich glaube, die brauche ich für mein Gewehr. Where are you? Hä? Hier die zum Beispiel, die können wir auch mal auspacken. Hier. Bin bestens auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet. Sehr gut. Das sind die Streichhölzer. Das ging jetzt aber flott. Aeroflot. Streichholz. Kommt drauf an, wo du rausgehst, Udo. Ist bei dir so schlimm? Aber ja, manche Leute, da denkt man echt so krass, die laufen und so. Das ist schon sehr zombie-mäßig irgendwie. Aber jetzt friert sie natürlich, weil es so viel regnet.
Das heißt, im Idealfall machen wir demnächst mal wieder ein Feuer. Aktivkohle, warte mal. Chlortabletten. Stofftasche. Nee, danke. Darunter liegt noch was. Adrenalin haben wir auch noch mal dabei. Jetzt hat es aufgehört zu regnen, ne? Ah, jetzt geht's mit der Temperatur. Solange sie nicht krank wird, ist alles okay. Bayerischer Wald. Kleidung ausringen, ja, das haben wir vorhin schon gemacht, aber dann muss ich wirklich schauen, dass es aufhört zu regnen. Ja, das sieht gut aus, ne? Zeig mal her, das ist noch okay, das ist nass. Klatschnass, ja, das ist das Problem. Juli, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Aus der Flasche und einem Klebeband kannst du einen Plastikschalter bemachen. Ja, aber für welche Waffen? Ist das für Waffen, die ich dabei habe? Wenn ich so ein Ding ans Gewehr machen kann, mache ich es gerne. Aber ansonsten... Können wir mal eben schauen. Das Wasser drin. BK-18, tatsächlich, ja? Okay. Kombinieren. Direkt draußen vor der Hütte, ja, da wird keiner gesehen. Es ist einfach so. Oh, wie gut. Ah, fantastisch. Ey, so macht das Spaß, ne? Wie gut ist das einfach? Und ist das wie bei Days Gone, dass der sich so abnutzt? Oder ist der jetzt einfach dauerhaft, solange ich die Waffe nutze? So, da oben ist ein Patient. Und sie ist da drüben. Ah, aber 3 Schuss dann kaputt. Na gut. Oh, wer ist er denn? Komm mal her hier. Okay. Fantastisch. Okay, pro Schuss eine Haltbarkeitsstufe runter. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz. Der Hinweis von Stefan war ja wirklich Gold wert. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen kaputt, aber das zoomt weiter als dieser Standard-Zoom. Also, das sind so die kleinen Details, finde ich, die DayZ wirklich so ein bisschen einzigartig machen. Ne? Sowas zum Beispiel, das Ausfringen der Sachen, dieses Herstellen vom Schalldämpfer. Gut, das gibt es in anderen Spielen auch. Aber dann sowas hier. Fantastisch. Siehst du an der Farbe? Hallo Sterbehilfe. Wo ich das sage, gucke ich mal lieber nicht, dass ich hier gleich erschossen werde. Wenn du nach Nordwesten läufst, kommst du zum Militärkampf. Oh, warte mal. Achso, wir haben das hier auf der 3 jetzt. Das heißt da lang. Ist das da hinten? Guck mal. Wenn du ein Elektronik-Reparaturset findest, kannst du Scopes reparieren. Ah, okay, das habe ich gerade vorhin weggeschmissen. Weil ich dachte, was soll ich denn damit reparieren? Auch langsam mal was essen.
Haben wir noch irgendwas Offenes da? Ich bin da ja offen für. Wo haben wir das Ding? Hier. Dose öffnen. Ja, Wolfsliebe, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Während du durchschaust, kannst du dich nicht bewegen. Das ist beispielsweise echt suboptimal. Naja, aber besser als nichts. Bisschen nach rechts, okay. Martel's World, hallo! Dem Sully tut das Vollzeit-YouTube gut. Ja? Tut mir gut. Okay. Jetzt friert sie leider wieder, weil sie durchnässt ist, aber das geht schon, ne? Genau rechts von dir liegt Novi Sobor, dahinter Stari Sobor und das ist das Militär. Das, also hier so grob, dann werde ich es schon sehen, ne? So, King Kong, ciao! Ist auch wichtig, mit was du die Dose öffnest. Mit Dosenöffner bleibt mehr Inhalt, mit Messer. Ja, das weiß ich. Aber ich habe ja den Dosenöffner benutzt. Schlau wie ich bin. Mir tut das 4.30 Uhr morgen weniger gut, aber shit happens. 4.30 Uhr, ey. Martel's World, da schlafe ich noch. Aber wenn du das durchziehst, umso besser. 4.30 Uhr. Oder der Hauptstraße nach. Warte mal, das, also wenn das hier der Ort ist und das dahinter ist, dann komme ich ja jetzt ziemlich genau dazwischendurch, nehme ich mal an. Da haben wir nochmal so eine Ortschaft mit einer Kirche sogar. Wir machen es einfach mal so. Finde ich gut, dass du DayZ spielst. Finde ich auch gut, Sterbehilfe. Das ist ein tolles Spiel. Und wenn man sich selbst so ein kleines Ziel setzt, möglichst lange überleben zum Beispiel, das könnte ich jetzt zum Beispiel mit so einem Timer verbinden. Ich meine, klar, wir können einfach schauen, wie lange so ein Stream geht, aber der Charakter lebt jetzt auch schon seit 5,5 Stunden vorher, oder was? Ach, ciao an Wolfsliebe. Ah, okay, sorry. Dann hallo, King Kong. Doch nicht ciao. Ja, da ist immer Action. Links neben dem Wasserturm ist das. Okay, sehr schön. Sorry, rechts. Okay. Wann kommt denn Minecraft? Morgen Abend. Nee, keine Ahnung. Ist Wobra noch da? Vorher darf ich das nicht sagen. Ich muss auch die Augen zumachen, aber ich höre dir noch zu. Viel Spaß euch noch. Davut, schlaf gut, träum von mir und meiner Stimme. Du wirst schwerer und versinkst langsam in die Welt der Träume. Morgen Abend Minecraft also. Oh Gott. Also ich glaube, mit Lego Fortnite habe ich schon ziemlich am Ohrfeigenbaum gerüttelt, aber... Naja, ich sehe schon, ich sehe schon. Das ist, glaube ich, der schlechteste Moment, um hier auf so einem riesigen Feld unterwegs zu sein. Aber wir ziehen mal ein bisschen rüber und nutzen die Bäume da drin so ein bisschen als Deckung. Erstmal ausspähen. Ich habe ja jetzt ein Fernrohr zum Spähen. Daisy habe ich bisher ignoriert, aber du hast mich jetzt angefixt. Bin begeistert. Fuma, zieh's dir rein. Das ist ein gutes Ding. So, ich segne mal das Zeitliche. Vielen Dank nochmal für die Glückwünsche. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Abend. Archi. Ich wünsche dir eine wundervolle erste Nacht im Jahr der 40. Wir schreiben uns, wir lesen uns, wir hören uns spätestens am Sonntag. Und jetzt kommt das 41. Lebensjahr. Immer näher. Rütteln ist noch okay. Sullys Stimme zum Einschlafen, mutig. Ja, also du schläfst jetzt ein. Wie der bei Police Academy, der Typ. Kennt ihr den noch? Hey!
Könntest du dir noch Kunstnägel machen und über das Mikro streicheln? Also eins von den beiden Sachen habe ich schon. Jetzt links, hier drüben, ne? Das Ding da. Es ist voll mit Zombies. Eieiei. Sally, wann hast du eigentlich Geburtstag? Am 1. Oktober. Da habe ich doch letztes Jahr den großen Payday 3 Geburtstagsstream gemacht. Der 1. Oktober ist es. Am Ohrfeigenbaum gerüttelt, das habe ich noch nie gehört. Jetzt schon? Sally ASMR, ja bitte mehr. Ich habe tatsächlich mal überlegt, einfach nur so einen Kanal zu machen, wo man einfach nur sowas zum Beispiel macht. Einfach nur in so einem Hochsitz bei DayZ und dann regnet es und so. Und das einfach nur 2 Stunden lang. Zum Einschlafen. Spiele-Sounds. Erst am 4. Oktober. Archetyp, you look younger than ever. Okay, komm, wir wollen nicht lügen jetzt. So, wie locke ich die denn da so ein bisschen raus? Ich möchte ungern schießen. Ich würde mir die Munition gern sparen für menschliche Feinde. Aber hier sind einige, ne? Die sieht man mit, so ein bisschen wie Sterne. Man muss eine Weile gucken und dann kommen die langsam so. 1, 2, 3, 4. Da hinten hat sich gerade was bewegt. Also 5 oder 6 sind es. Ach, hier sind sogar 2, ja. Das ist denkbar schlecht eigentlich. Hallo Lydia. Goldener Oktober, willkommen im Club, Sally. Sehr gut. Probieren es mal. So einzeln würde ich dir angehen, ne? Aber wenn da jetzt so 3 oder 4 kommen, ist schwierig. Die gestapelten Platten stellen und die wegschnitzeln. An alle Wagen, Prost. Prost. Ich überlege, wie viele Klicks solche Channel haben mit Regensounds. Könnte ich mir dann eine Idee, du hast Sally, gar nicht mal verkehrt sein. Ja, denke ich auch, aber da, du sagst es halt. Die Dinger gibt es halt schon. Was, wieso nimmt er das jetzt nicht? Ist jetzt wieder, ich habe gar keinen Platz mehr. Doch. Das sind echt viele. Habe in einem Video gesehen, wie der Typ ein paar getriggert in eine Scheune gelockt und dann ja, das geht natürlich auch, stimmt. Aber hier habe ich jetzt so in der Nähe keine Scheune. Ich sperre hier ein einfach. Ah. Wir probieren es einfach. Im schlimmsten Fall renne ich weg. Es ist halt auch leider nicht für das, was ich hier habe, ne? Ja, ja, komm mal her. Komm mal hier rein. Komm mal hier rein. Oh, Schüsse. Ruiniert, okay. Definitiv Schüsse. Bisschen entfernt. Komm mal her. Schon demoliert. Mit so einem Ding kann ich halt auch nicht schießen, ne? Ich brauche so ein Einzelschussgewehr. Ich
Sturmweste. Dschungelstiefel. Beschädigt. Nee, abgenutzt. 30er, 35, beschädigt. Demoliert. Ja, das ist, glaube ich, Quatsch. So, bin wieder da. Kind müde gelesen. Sehr schön, Träumebär. Das mögen zigtausende. Ja, aber das gibt es halt auch schon so oft. Soweit ist Sully noch nicht. Er hat aktuell Grundschule, dritte Klasse Niveau und bleibt wahrscheinlich sitzen. Was? Das hättest du mir auch einfach schriftlich geben können. Ich bleib wahrscheinlich sitzen. Gutes Scope. Ja, aber nicht für die Waffe, ne? Du kannst mit dem Messer von hinten hingehen und leise töten, aber die Sandsäcke stellen sich... Ja. Klett A. Dich bringt allgemein kaum was aus der Ruhe. Weiterhin viel Spaß und Erfolg. Vielen Dank, Lydia. Kraftausdrücke sind nicht sein Niveau. Es ist seine authentische Art, die ihn ausmacht. Oh, vielen Dank. Träumebär, vielen Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft. Die geht an Pepe. Danke, Träumebär. Also geht's doch ganz gut mit dem Einzeldocken. PSO. Für KA-basierte Gewehre. Was heißt das denn? Ich habe halt leider wirklich keinen Platz für irgendwas. Wie viel will er denn dafür haben? Au, knapp, aber dann hau das mal raus. Das geht leider auch nicht. Das auch nicht, okay. Wir nehmen erstmal mit und verziehen uns, weil ich glaube, ich bin hier ein ganz gutes Ziel. Sie friert halt leider auch. Wer ist denn hier mindestens einmal sitzen geblieben? Ich nicht. Das Scope ist für AK-47, AK-1-1, VS diese wieder, VS-1-2. Ja, die alle auch noch überhaupt gar nicht gesehen, ne? Und jetzt so ein 6er-Slot-Ding hier mitzuschleppen. Auf gut Glück. Also vielleicht finde ich hier noch was. Ah, ich bin mit den Waffen schon ganz zufrieden, die ich habe. Wie du vorhin meintest, so eine Mosin fände ich ganz gut. Oder eben eine SKS. Wir schauen mal. Das ist aber schon noch ein Stückchen entfernt, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wie groß dieser Ort hier ist, aber vielleicht am anderen Ende. Sie friert halt leider. Bruder Tuck, vielen herzlichen Dank für deine Spende und herzlich willkommen, Bruder Tuck. Dankeschön. Du findest die bestimmt noch, meinst du? Vielen Dank, Bruder Tuck. Bruder Tuck. Da ist ein Zombie-Ruine. Ich bin in der dritten Klasse sitzen geblieben. Meine Mutter wollte das, keine Ahnung warum. Und war in Vorschule, weil ich da Sch und ich nicht aussprechen konnte. Jetzt aber ja. Dritte Klasse, das habe ich auch noch nicht gehört. Oho, der Herr Baron. Martel's World, vielen herzlichen Dank für deine Spende für die alte Berliner Schule. Vielen herzlichen Dank, Martel's World. Vielen, vielen Dank. So, jetzt gucken wir mal. Wir kommen, glaube ich, den Schüssen so ein bisschen näher hier. Bisschen Angst, ne? Gehen mal darüber. Ich will halt ein bisschen was sehen, so ein bisschen einen Überblick haben. Sie friert leider, aber vielleicht müssen wir noch mal was ausfringen. Zeig mal her.
Das ist nass, das kann man aber nicht ausbringen. Gürtel, hier die Hose nochmal. Oh, geht nicht. Nee, ist nur nass. Klatschnass, das würde vielleicht helfen, ja. So, hier ist auch am Zapfenscheif. Viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal. Herr Krautwolf, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, morgen Abend, wenn du magst. Dann gucken wir mal, was wir morgen Abend spielen. Sitzen bleiben ist gar nicht schlimm, gerade noch Corona, war früher anders. Ja. Niemand zu sehen. Nichts mehr zu hören. Ja, dann zur selben Welle an derselben Stelle morgen Abend. Genau so. Lydia, vielen herzlichen Dank für deine Spende für den Super-Sticker. Dankeschön, Lydia. Vielen Dank. Du hingegen bist Ruhe in Person und zockst es echt gechillt. Ach so, da oben steht was. Ich finde, DayZ sollte man mit aller Ruhe angehen. Kenne viele Leute, die es angefangen haben und ständig verhungert oder verdurstet sind und dann keine Lust mehr hatten zu zocken. Ja, wenn man das zum ersten Mal spielt, und das ist ja auch so ein bisschen das Stalker-Ding oder auch Tarkov, dann ist man, unter Green Hell, das aktuellste Thema ja bei mir, dann ist man da so ein bisschen überfordert mit, weil man dann nicht weiß, warte mal, was muss ich machen? Bei Tarkov sind es dann die Symbole für leichte Blutung, schwere Blutung, und du denkst irgendwie so, was muss ich jetzt studieren, um das zu verstehen? Kann mir auch vorstellen, dass das hier genauso ist. Aber ja, also gestresstes und hastiges Spielen, bringt bei so einem Spiel, glaube ich, nichts. Ich genieße das total, hier einfach nur so rumzulaufen, zu gucken, was es gibt. Gibt es etwas, was nochmal besser ist und so. Das macht für mich den Reiz aus. Das ist für mich ein kompletter Walking Simulator und zwischendurch lootet man ein bisschen und hofft nicht zu sterben. Ich glaube, wenn man das einmal so abgespeichert hat und nicht ständig der Action hinterher rennt, dann ist das sehr viel angenehmer, so zu spielen. Sobald der erste Schuss fällt in seine Richtung, ist die Ruhe, glaube ich, weg. Ja, na klar, dann kommt natürlich so ein bisschen so ein, oh Gott, wo kam das her und so, aber... So, ich renne jetzt nicht unbedingt dahin, wo geschossen wird, sondern versuche natürlich möglichst sinnvoll zu überleben. Mal beim Live-Gaming von DayZ erwischt. Schönen Abend. Hallo, Werner Jalinski. Als ich dich das erste Mal angeschaut habe, hast du Tarkov gespielt und nach einem Kill Sch gemacht. Damit hattest du mich. Also mit so ein bisschen Psycho so einfach. Ja, aber das... Das kommt dann halt irgendwie so. Das war doch auch original bei Der Soldat James Ryan, ne? Wo zum Ende hin dieses Dorf da halten. Und dann kommen die... aber dann kommen die Nazis rein... Überfallen die da so ein bisschen, die können die nicht mehr aufhalten und dann gibt es doch diesen Einzelkampf zwischen dem Ami und dem Nazi und dann wird er ganz langsam so erstochen. Das ist eine ganz fiese Szene. Und der bettelt ihn dann noch an, so nein, 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 tu es nicht und dann ganz langsam geht das Messer so in seinen Brustkorb und dann macht er auch so, shh, das ist okay und so. Gute Szene. Du begibst dich in Richtung Airfield, ab da ist gefährlich. Wenn ich da bin, ist ab da gefährlich. Das ist richtig. Jetzt hab ich ein einzelnes Scope im Rucksack. Völlig klar, jetzt wird's gefährlich. Wie wäre es mal mit einem Stalker-Gamma-Stream? Ja, ich glaube, Stalker ist für mich kein Spiel, was man so ewig am Stück spielen kann, ehrlich gesagt. Also da so anderthalb, zwei Stunden, ja, aber für so einen ganzen Stream, guck mal, jetzt streame ich schon über drei Stunden. Ich glaube, für Stalker ist das... Ich sehe Stalker irgendwie nicht im Stream. Oh, Leon, der Profi, ey. Einer der besten Filme aller Zeiten. Hallo, Mr. Somerset. Musst auch mal ein Waff, Tizi und Co. ablaufen. Schöne Wanderrouten. Die Pfosten zeigen die Farbrouten. Ja. Ui, das war eklig, ja. Ja, eklig war es auf jeden Fall. Besonderer Film, war gut gemacht, ja. Stimmt.
So, ich kann mir vorstellen, dass die Schüsse so von hier etwa kamen. Ja, Leon, ey, wirklich. So ein schöner Film, wirklich schön. Du bist krank. Oh ja, stimmt. Siehst du, habe ich noch gar nicht gesehen, weil sie die ganze Zeit friert. Ich glaube, Multitabletten haben wir da. Wo sind denn die Tabletten? Na, hatten wir nicht. Also im DayZ, ah ja. Ach so. Ne. Sogar meine Frau mag dich, weil du Ruhe und Gelassenheit ausstrahlst. Ah, das freut mich. Spielst du auf einem Community-Server? Nein. In dieser Szene kann ich einen Desertems Shrine nicht nochmal anschauen. Ah, verstehe ich. Verstehe ich. Nee, hast keine. Schade. Na, gucken wir mal. Vielleicht ist das ja der Beginn vom Ende. Ist das hier keine Tür mehr? Ah ja, der hilft mir leider nicht bei meiner Erkältung. Habe ich aber jetzt bisher nicht einmal gefunden. Ne? Ich habe die Codein-Tabletten, die Kohle-Tabletten, aber weder Vitaminen noch... was ist denn hier für ein Treffen? Noch Tetra habe ich gefunden. Martel's World, ebenfalls. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis morgen vielleicht, wenn du magst. Sally hatte mich damals bei einer Folge Miss Survival gekriegt, wo er fast die ganze Folge diesen einen letzten Schuss angepriesen hatte und dann per Missklick in die Luft geschossen. Ach ja, ja. Es war lustig. Ich trete jetzt die Reise ins Schlummerland an und wünsche euch noch einen schönen Abend. David, schön, dass du dabei warst. Schlaf gut. Vielleicht bis morgen Stofffetzen herstellen. Aber wir haben noch einen Revolver dabei. Gesundheit. Rechts von dir ist ein Jagdshop. Warte mal. Ich brauche Vitamine. Ich brauche Vitamine. Oder ein Skaterhelm. Ein Jagdshop. Big Bong Therapy, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Medics oder... in den komischen Shops. Ist das hier der Jagdshop? Was ist das denn für ein... das ist doch eher das Rathaus hier von dem Ort, oder? Würde ich jetzt mal raten. Straußi, schön, dass du dabei warst. Danke für deine Hilfe mit der Wegfindung hier und bis zum nächsten Mal. Die letzte Folge Subnautica war auch lustig, wo du die Rakete zusammenbauen musstest und immer Step by Step
Was? Die seltensten Sachen immer noch holen musstest. Ja, also, das, wenn ich daran denke, ne, das macht mich so wütend, wie Subnautica dann immer nochmal und nochmal und anstatt mir vorher zu sagen, was gebraucht wird, weil man sowieso schon 100 Mal unterwegs war. Das ist wirklich frech gewesen. Ach da. Komm mal her. Komm mal her jetzt. Nochmal. Zack. Aua. Oh oh, Blurry Vision. Jagdshop. Gepolsterte Handschuhe. Demoliert. Kann ich die irgendwie wieder reparieren? Das geht wahrscheinlich nur mit so einem Waffenreparaturpflegeset, ne? Ach, Mist. Passt die darauf? Das Ding? Nee. Reparaturkit. Hast du ein Waffenkit? Leider nicht. Mache ich das? Lasse ich das Ding hier? Nehme das mit dem Schalldämpfer mit? Ich sterbe sowieso demnächst. Nee, falsche Waffe. Was haben wir denn jetzt? Oh, wie kann ich denn das hier wechseln? Ah, okay. Im Jägercamp hast du eine liegen gelassen. Ja, das stimmt. Oh, sie hat nicht mehr lang. Ich weiß, sie hat nicht mehr lang. Die große Hoffnung. Das Jägercamp ist halt leider weit weg, ne? Und da brauchte ich es noch nicht. Ich denke aber fast, jetzt ist es wichtiger, an die Medikamente zu kommen. Gute Nacht, Schrossi. Naja, ich suche. Es wird nur leider sehr schwer jetzt. Sieht mir nicht nach der Ortschaft aus, wo es sowas zu finden gibt. Hör auf zu husten. Alles wird gut. Was soll ich denn hier? Oh, ein Schwein. Hallo. Freut mich. Ist gut, ist gut. Ist doch gut. Ja, da werde ich jetzt keine Chance mehr haben, ne? Kannst du fast überall finden, okay? Dein Wort in Daisys Ohr. Ja, das mit dem Regen und der feuchten Kleidung ist halt echt so die größte Herausforderung, finde ich. Ne? Alles andere, wenn du halt einen Spieler triffst, dann tötet er dich, dann ist es halt so. Aber dieses langsame Verrecken und dann nichts finden, ist schon schwieriger. Bemühe dich mal. Okay, jetzt fange ich an. Wenn du das sagst, dann muss ich das machen. Vitamintabletten. Also diese Skybox, das haben die echt schön gemacht. Wie
viel das auch ausmacht, ne? Wie gut der Himmel aussieht, wie das der zur Atmosphäre beiträgt. Hallo, Kataklyst. Ja, stimmt, die Skybox ist relativ neu, also 3 Monate oder so vielleicht. Das ist auch eine gute Entscheidung gewesen, das nochmal zu verbessern. Ich finde, das macht eine Menge aus. Obst und Gemüse soll angeblich auch das Immunsystem stärken im Spiel, aber das kann ja ich nicht bestätigen. Naja, das ist ja wie im echten Leben, ne? Wenn man krank wird, essen plötzlich alle Orangen und nehmen Vitamine. Da ist es aber dann auch schon zu spät. Aber Immunsystem, das wäre natürlich krass, aber so oft findet man Obst und Gemüse gar nicht, ne? Also ab und zu mal einen Apfel. Jetzt regnet es wieder. Mist. Wir gucken mal. Glaubt, ich habe eine realistische Chance, hier was zu finden? Anwarf musst du runter nach Vibor. Dort hat es ein Medic Center. Okay, in Richtung welchen Baumes ist das? Da habe ich gerade was in der Ferne gesehen. Was haben wir denn hier? Ist das Airfield, ne? Drauf an, von wo du kamst. Der Karte angezeigt und ja, du bist am Airfield. Den Abkürzungen hier, Werner, was ist denn jetzt los? Ja. N-Waff. Ja, und hier soll es gefährlich sein, oder was? Ich werd gleich so abkriegen. War nett mit dir. Ja, ich befürchte auch, dass ich jetzt das Zeitliche segne. Hallo, Dreihudriger. Dreihudriger. Wie schon leer. Ja, nur die Waffen und Ausrüstung bringen mir nichts mit Schnupfen, ne? Die kann dann jemand anders haben. Ich brauche Medikamente. So widerstandsfähiger bist du. Okay, na dann sieht es aber noch ganz gut aus. Du könntest Richtung Süden laufen und versuchen beim neuen Spawn den Punkt des Ablebens zu finden. Ah, ja. Ballistischer Helm, macht das Sinn? Wahrscheinlich, ne? Nass und abgenutzt, makellos. Bajonett, kann ich das auch so benutzen an der Hand? Wahrscheinlich, ne, Stacy?
Ist schon demoliert, dann hauen wir das da rein. Und hauen das in die 5. Schade. Da will ich rein. Gesundheit. Plattenweste, keine Ahnung. Nix ist es. Mist. Nein. Taktische Weste, 35. Kompass habe ich noch. Welche Richtung brauchen wir denn? Da drüben? Nord? Das ist der offizielle Server, ja. Vitamine, bitte! Meine Pillen. Kampfgasmaske. Nein, nein, nein. Lederseesack. Weg, weg, weg. Leicht Südwest. Okay, warte mal. Kompass. Verbindungsprobleme? Nö. Überhaupt nicht gehabt jetzt. Oh. Auch demoliert, Sturmgewehr. Das wäre es jetzt gewesen. Ja, ich weiß, aber die Waffe so mit der... Was ist das hier für ein Ding? Schrotflinte. Ja, damit spiele ich halt nicht, ne? Das ist alles schön und cool, aber für mich sind diese Einzelschussgewehre einfach die, mit denen ich am besten umgehen kann. Thank you.
Also besonders viel ist hier nicht los. Warte mal, hier war ich schon, oder? Groß der Bereich ist ja leider schon. Riesig groß. Achso, warte mal, was war? Schleichen geht auch, habt ihr gesagt. Ja, genau. Mal was. Okay. Wollte schon vorschlagen, dass du auf einen Community-Server wechselst. Vanilla First Person und die Lags zu egalisieren. Naja, hier ist alles cool. Hat nichts mehr stattgefunden seitdem. Ja, ein Flugfeld ist in DayZ halt echt ein Flugfeld, ne? Wieso ist das nicht lootbar? Komm, 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 Vitamine, Vitamine. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, Spieler. Zwei Spieler. Die locken gerade die Zombies an, sehr gut. In den gelben Zelten, sagt er. Da hat's mich erwischt. Ah, krass. Schade, aber hat echt Spaß gemacht. Ey, so macht mir DayZ richtig Spaß, so möglichst lang überleben. Das war jetzt natürlich blöd mit der Krankheit und auf die Schnelle was finden und dann trifft man die noch.
Da stand ich natürlich jetzt blöd auf dem offenen Feld, aber mehr ist mir gerade nicht eingefallen, als noch weiter zu rennen. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht gebracht. Aber tolle Runde. Wir respawnen einmal. Und dann würde ich aber sagen, ist das doch ein fantastischer Abschluss für diesen Livestream. Hat Spaß gemacht. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Und im Allgemeinen werde ich Daisy weiterspielen, weil so macht man das richtig Spaß. Ja, nur halt nicht, wenn man sofort wieder nass wird. Ne? Das ist halt das, was mich so ein bisschen stört an Daisy. Dieses Regen und so. Ich muss mal schauen, dass ich hier auf die Schnelle direkt sowas wie Vitamine oder so mitnehme, damit ich dem irgendwie entgegenwirken kann. Jetzt sind wir erstmal hier. Wir gehen raus. Liebe Leute, das hat richtig Bock gemacht. Ich danke euch für eure ganzen Tipps und Tricks und dass ihr so lange dabei geblieben seid. Morgen Abend gibt es vielleicht ein anderes Spiel, vielleicht gibt es wieder Daisy. Mal schauen, was kommt. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut, kommt gut in den Mittwoch und dann vielleicht bis morgen. Bis dahin, adios, ciao. Thank you.